Gut, da würde ich sagen, ja, wunderschönen guten Abend in die Runde und willkommen zur zweiten Elefantenrunde hier auf Twitch. Die ganze Geschichte wird auch nochmal auf YouTube hochgeladen im Nachhinein. Danke auch nochmal an den Raid an der Stelle, Mana. Und wir werden uns heute 2 Stunden über Burning Crusade Classic unterhalten, was hoffentlich irgendwann kommen wird. Mal gucken. Wir haben heute eine nice Runde am Start hier. Ich habe einige deutsche Content Creator eingeladen. Montesa konnte leider nicht heute, den hatte ich auch eingeladen. Ich hatte auch Emperor 13 TV gefragt, der konnte leider auch heute nicht und deswegen müsst ihr mit uns klarkommen quasi heute. Und ich denke, Mosen kennt auch viele von euch, Mana kennt auch viele. Viele waren auch quasi bei der ersten Runde schon dabei hier. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal so eine kleine Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, weil Nico vielleicht noch gar nicht so in der Runde am Start war, würde vielleicht Nico einfach mal anfangen, würde Der ich Kollege, der mit vorschlagen. ihr zu sehen war, der Ich bin ja so nervös. Ja, ich bin Heiko, ich bin der relativ neue Sprecher von Mana im Rucksack. Zwischen aber auch schreibe ich an den Skripts etc. mit. Ich habe meinen, was heißt meinen, wir haben unseren eigenen Twitch-Kanal auch, da sind wir zweitägig fast online. Soll ich noch meine weiteren Hobbys vorstellen? Ja, alles gut, Also ich also mag Pferde und nein, Quatsch. Ja, wie wir glaube ich alle, bin ich langjähriger Zocker, Spieler, Gamer, wie immer ihr es ausdrücken wollt. Und sonst gibt es nicht viel über mich zu sagen. genau, also auch im Team von Mana Verheiratet, quasi 12 Kinder. Ja, Genau. nice. Genau. Soll ich direkt weitermachen? Ja, genau, mach ruhig mal. Genau, also ich habe den YouTube-Channel gegründet vor, glaube ich, 2 Jahren ungefähr. Und habe dann den Nico irgendwann wieder ins Boot geholt, weil ich glaube ich nicht die beste Sprechstimme habe und mir das auch nicht so viel Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Ich mache gern Content, ich schreibe gern Skripts und liebe WoW Classic oder halt TBC. Und ja, genau. Ich freue mich heute hier zu sein, auf jeden Fall. Ihr habt noch Rückkopplung. Wir haben noch immer leichte Rückkopplung. Bisschen, Also, wenn du ja, ich redest. habe Push-to-Talk drin, ja, alles gut. Ah, Junge, okay. Junge, Alter. Genau, ja. Also genau, und auch nochmal gerne die Kanäle von den Kollegen vielleicht schon mal rein posten. Blue wäre auch nett an der Stelle. Also auch alle auf YouTube und auf Twitch am Start. Jo, Timo. Blue, mach mal. Ja, ne? Ich bin der Diebo. Ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Und ich mache gerne Content für WoW Classic. Moin. Ja. Sollte, also weiß nicht, ich denke, wenn man die Pfeiler mal geguckt hat, eine grobe Idee, ansonsten bei YouTube Mosen Lel eingeben und auf Twitch auch Mosen Lel. Genau. Nice. Und ja, spiele auf Skullflame EU. Und ja, ne? Und hast du auch OnlyFans für dich gefragt gerade? OnlyFans auch, Sehr natürlich. schön. Da gibt es Feedpics und ja, ich habe ja auch andere Okay, sehr Sachen. schön. Ja. Vollgeschissene Poopsocks oder so könnt ihr bestellen. Was mich gerade noch mal interessieren würde, bei Timo weiß es ja, wir haben ja damals mit dem Release von WoW angefangen. Wie war das bei Mana und bei Nico? Habt ihr auch direkt, wann habt ihr angefangen ungefähr mit WoW? Ich habe zu Ende Classic oder Vanilla besser gesagt angefangen und Mhm. seitdem nicht ununterbrochen, aber immer so ein paar Pausen drin, wenn es dann gegen Ja. Ende der Add-ons kam. Also ich glaube, das kennt vermutlich der ein oder andere auch. Aber im Prinzip habe ich zumindest den Account eigentlich durchgezahlt. Ja, gut. Fällt. Nee, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also nicht ähnlich. Ich spiele seit Classic tatsächlich. Ich habe komplett Classic durchgespielt, dort schon geradet. Und TBC noch komplett durchgespielt und geradet. Und ab WoTLK habe ich aufgehört. Da habe ich dann noch die Hälfte mitgemacht, bis dann dieses LFG-Tool kam und dann hat es mich irgendwie nicht mehr gepackt, aber es war dann noch zeitlich mit RL gerade komisch und dann habe ich in jedes Addon noch so ein bisschen reingeschnuppert, aber nie mehr so wirklich krass aktiv geradet in WoD, glaube ich, nochmal für ein halbes Jahr auch mit Nico zusammen, aber kann man nicht mehr wirklich aktiv spielen, denn also bei mir war es wirklich Classic, TBC und voll. Genau. Okay, also alle eigentlich auch schon am Anfang irgendwie auch dabei gewesen, ein Stück weit, ne? Finde ich auch immer nochmal interessant, einfach zu wissen, ob man es Leute hat, die damals auch schon gespielt haben oder eben noch nicht. Ja. Okay,
Ich würde sagen, wir fangen mal so mit der ersten Frage an. Ihr könnt gerne auch nochmal Ausrufezeichen Themen in den Chat eingeben. Dort bekommt ihr nochmal quasi eine Übersicht über die Dinge, die wir heute ein bisschen besprechen werden. Wir werden natürlich überwiegend über Burning Crusade sprechen. Ja, ich denke, das interessiert auch viele. Aber ich weiß natürlich auch, wir haben Timo am Start und Timo, ne, ist natürlich auch immer hier der Classic Verfechter, sag ich mal, ein Stück weit. Und Classic Andy. Richtig, ne? Dafür haben wir keinen Retail Randy leider heute, aber mein Gott. Ich finde die Frage schon, sollte man ein bisschen anschneiden, zumindest auf jeden Fall. Wie geht es mit Classic vielleicht auch weiter? Und dass wir das nicht komplett außen vor lassen, ja. Ich möchte mal die Runde einfach so beginnen. Ich denke, WoW Classic neigt sich so ein bisschen dem Ende zu, finde ich. Natürlich, es wird die Ära-Server geben, da werden auch viele drauf spielen und das ist auch eine gute Geschichte. Aber so diese fette Gruppe an Spielern geht einfach, glaube ich, schon in großen Teilen einfach weiter Richtung Burning Crusade. Und was ich euch nochmal fragen möchte an der Stelle, und ich will ja auch möglichst wenig reden heute eigentlich, nur möglichst auch viel von euch erfahren. Was habt ihr denn so, was ist so euer Fazit aus Classic? Also, was sagt ihr, war es ein Erfolg, war es ein Misserfolg? Und was kann dann auch Burning Crusade aus Classic eventuell mitnehmen? Was kann besser gemacht werden? Und vielleicht fangen wir an der Stelle einfach mal mit Timo an. Mit mir jetzt? Genau. Ja. Nö. Ist alle. War gut. Also, war okay halt, ne? Also, ich hab's abgefeiert, natürlich Classic, aber ihr wisst ja. Hätte halt auch gerne Classic Plus gehabt, aber ist halt nicht so. Aber ich bin auch eigentlich schon ganz. Ich habe richtig Bock auf TPC, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen auf Endless gegeben und so. Und ja, doch, ich habe Bock. Vor allem, weil ich ja auch Prot Warrior bin. Dann kann man eventuell, also wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen heiß, was sich da alles entwickelt. Und ja, weiß nicht. Klar, Classic hätte, ich denke, sie hätten schon noch ein paar mehr Leute da hinstellen können ins Team oder was weiß ich. Aber hätte man schon ein paar Fehler relativ zeitnah erkennen können und ja, ausmerzen können halt so, ne? Und also eigentlich gab es ja schon viele Sachen, die man hätte irgendwie schaffen können. Und ja, es hat sich halt nicht so viel bewegt irgendwie, ne? Also die, es gab halt viele Sachen, die so ein bisschen einfach geduldet wurden oder wo halt nichts gemacht wurde. Und ja, war halt ein bisschen schade drum. Deswegen sehe ich, glaube ich, wenn sie nochmal fresh machen würden, könnte das, glaube ich, nochmal ganz geil werden für ein paar Leute irgendwie. Und ja, was man daraus lernen kann für TBC, ist, glaube ich, keine Ahnung, Alter, mehr als zwei Leute einstellen, ne? Aber ich glaube, im Moment hat, oder in den letzten Tagen hat man oder Wochen gesehen, dass sie sich schon nochmal so ein paar Gedanken machen zu den, also sie sehen irgendwie, was die Leute kritisieren, das ist schon mal gut. Aber was soll man daraus lernen? Ich glaube, sie müssen einfach ein bisschen mehr, also wie man das macht, weiß ich nicht, aber sie müssen ein bisschen mehr in der, also ein bisschen mehr näher am Spiel halt auch irgendwie dran sein. Ob sie halt irgendwie selber zocken müssen, das Game wieder mehr oder, keine Ahnung, sie machen, stellen irgendwie vier Studenten ein, die halt irgendwie Hardcore zocken und dann haben sie halt gutes Feedback vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Wer dabei? Aber halt sowas wie, ja, sowas wie mit den Trommeln und so, die Lösung ist, bessere Trommeln einzuführen und die anderen auf 8 Yards, es ist halt lost, ne? Und halt, ich weiß auch nicht, auch das mit diesem Worldbuffs Speichergerät da, ja, ist auch nicht, also weiß nicht. Man kann schon noch viel lernen, glaube ich. Ich glaube, sie müssen einfach ein bisschen an den Spielern wieder dran sein und dann irgendwie, ja, vielleicht ein oder zwei Leute halt wirklich auch da dran haben an dem Team. So, ne? Ansonsten, glaube ich, es gibt auch in TBC viele Sachen, die garantiert exploited werden können, ein bisschen nervig werden könnten, ein bisschen unangenehm werden könnten, aber ja. Mhm. Aber ja, also Endfazit, war schon ziemlich geil, 80%, würde ich sagen. Hätte noch geiler sein können. Aber natürlich, weil wir auch alle richtig Bock drauf hatten auf das Official-Ding, muss man auch ein bisschen mit zufrieden sein, ne? Dass es halt irgendwie auch dann endlich einfach mal kam. So. Also war jetzt natürlich auch nicht alles schlecht, aber von Blizzard ja, hätten, glaube ich, alle ein bisschen mehr erwartet, sagen wir es so. Vielleicht können sie das jetzt liefern. Jo, Nico. Classic war für mich, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt zum Kindheitstraum nochmal nachzuholen. Es war geil. Es war das einzige, als Add-on kann man es nicht klassifizieren, aber es war das einzige Spiel in der kompletten Retail- oder WoW-Reihe,
dass ich nicht durch hatte, nicht wirklich gespielt hatte. Wie gesagt, ich habe damals relativ spät angefangen und dann auch erst mit TBC auch erst dann richtig das Spielen an sich angefangen. Aber Classic war eine geile Reise. Wir haben angefangen dann auch, klar, mit unserer eigenen Gilde, in der wir inzwischen sehr viele Leute, sehr viele eigene Accounts haben, mit unzähligen Twinks. Wir haben eine geile Community da am Start. Ich bin da echt froh, auch Teil zu sein, nicht nur klar als Gildenleiter oder mit Manu als Gildenleiter, sondern einfach die Leute einfach irgendwo auch hinzukommen und so eine Art irgendwo von Willkommen, so von zu Hause zu haben. Kommt on, die Leute sind da, man kennt sich seit jetzt über 1,5 Jahren. Also man ist schon wie so eine kleine Familie, wie halt auch so eine Gilde sein soll. Im Grundgedanke ist man schon zusammengewachsen. Und das ist für mich eigentlich das, was Classic ausmacht. Ob wir jetzt einen KT-Kill haben, den haben wir ja jetzt Gott sei Dank inzwischen. Also Spiel ist auch praktisch durch, auch wenn es jetzt ein paar Monate vielleicht länger bei uns gedauert hat als bei anderen Gilden natürlich. Wir sind, oder mein erster KT-Kill war vor 2 Wochen, wenn man es genau nehmen möchte. Aber es war mir wurscht, es war eine lange Reise, es war eine schöne Reise, es gab Ups und Downs. Es ist klar, der Support von Blizzard-Seite, ich glaube, da brauche ich auch gar nicht mehr weiter drauf groß eingehen, da hast du schon alles gesagt. Aber ja, im Prinzip war es für mich eine sehr geile Reise, eine sehr lange Reise jetzt über diese knapp 2 Jahre. Und ich bin froh, wenn es in TBC weitergeht. Definitiv. Mana. Ja, also ich kann mich da nicht fast nur dem Nico anschließen tatsächlich. Also vieles, was er jetzt gesagt hat, würde ich genauso unterstreichen. Bei mir ist es so, dass ich da, ich glaube, du heilst wieder gerade ein bisschen. Hast du dein Push to Talk? Sorry. Für mich war es genau das Gleiche. Also ich erinnere mich noch, wo auf der BlizzCon einfach das Ganze angekündigt wurde und ich geweint habe. No joke, ich habe einfach geweint vor dem Rechner. Ich war damals irgendwie 28 und habe geheult, weil Classic rauskommt. Also, jo, Alter. Ich sag das mit Stolz, weil es ist für mich halt einfach, keine Ahnung, war so eine wunderschöne Zeit damals und war sie jetzt heute, wie auch der Nico schon meint, das ist halt mehr Community. Wir hatten jetzt bis zum Schluss, also bis vor einer Woche, hatten wir 42 Mann-Raids am Laufen und das mit einer ambitionierten Casual-Guild in Anführungsstrichen. Und es war cool, der zweite Raid hatte jetzt KT down, also erst vor 2 Wochen, wo ja andere Leute ersten Abend den durch hatten, aber die Leute haben durchgehalten. War hammergeil, also hat super viel Spaß gemacht, das mit den Changes. Ja, wegen mir hätte dieser Change mit diesem World Buff Item, klar, das ist nicht das goldene Ei, aber wegen mir hätte das auch schon in der Mitte von Classic kommen können, weil ich fand diese World Thematik immer so ein bisschen nervig, aber ich meine, ich kannte es von damals, war halt so, war auch okay, aber so ein paar mehr Changes, wie sie es ja jetzt dann auch in TBC machen, hätte für mich eigentlich von Anfang an auch drin sein können, aber da treffen dann immer 2 Fronten so aufeinander, sagen wir es so. Genau, aber all in all in einem Satz zusammengefasst, ich fand es eine hammer coole Zeit und freue mich auch mega auf TBC. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, von welcher Seite man es betrachtet halt, ne? Also, stimmt, ich glaube, wir sind einfach alle mega dankbar, dass das Spiel überhaupt kam am Ende. Ne? Also, das ist auch #grateful. Ja, also wenn man so die Geschichte auch kennt, ne, mit Nostalrius und so weiter und was das für ein Akt war, ne, bis Blizzard überhaupt realisiert hat, irgendwie, ey, da gibt's eine fette Nachfrage und das schon stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich persönlich kann vielleicht noch sagen, dass ich jetzt in Bezug auf Burning Crusade auf jeden Fall so die Hauptänderung, die ich sehe, ist einfach, dass Blizzard irgendwie von vornherein an Änderungen im Spiel nachdenkt. Das finde ich schon mal eine Verbesserung einfach. Weil sie einfach auch zum Beispiel auf der BlizzCon gesagt haben, okay, sie haben gemerkt, es geht den Spielern eigentlich gar nicht darum, keine Changes im Spiel zu haben, sondern es geht den Spielern eigentlich darum, dass man das gleiche Gefühl haben möchte, wie damals halt einfach. Und dafür sind eben einige Änderungen nötig. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und sie werden sicherlich auch wieder in Burning Crusade einige Fehler machen, so, aber ich glaube, also ich bin für mich persönlich mit dem, was sie auch der BlizzCon angekündigt haben in Bezug auf Burning Crusade, eigentlich schon relativ zufrieden und muss auch sagen, ich habe viele Fehler so gemacht in Classic, die ich einfach selber, die so mein eigenes Problem waren eigentlich, die ich selber nicht gerafft habe eigentlich, aber da bin ich einfach selber dran schuld.
Inwiefern meinst du Fehler? Sorry, da muss ich gleich mal nachfragen. Wie meinst du, du hast Fehler gemacht? Ja, ich habe irgendwie das Spiel auf eine falsche Art gespielt irgendwie. Aber das hat nicht nur mit dem Spiel was zu tun gehabt, sondern auch mit Twitch, mit YouTube. Ich war irgendwie am Anfang so voll überfordert davon, weißt du, irgendwie auf einmal live zu gehen irgendwie und dann irgendwie aber auch noch eine Gilde am Anfang aufzubauen irgendwie und dann mit den Community-Leuten. Das war alles irgendwie too much irgendwie und da bin ich einfach untergegangen irgendwie dann auch. Das ist immer recht einfach. Aber dieses möglichst viele Sachen auf einmal machen. Genau, dieses Community-Ding. Ich sage euch ganz ehrlich, da hatten wir doch ein bisschen Glück, weil wir waren zu zweit von Sekunde 1 und wir haben ganz schnell, da hatten wir das Glück, dass wir superfähige Leute gefunden hatten. Wir hatten auf einmal einen dritten Gildenleiter, Grüße an Zeralex an dem. Wir hatten gleich irgendwie 5-6 Offis, die heute noch spielen. Einer oder ein paar Leute sind von denen auch im Chat. Telekom heute. Ist ja da auch an dem Mark und so. Aber also wir hatten Glück. Wir hatten einfach fähige Leute, die gesagt haben, hey, ich habe da Bock und die sind heute noch alle da. Und ohne den wird es nicht gehen. Wenn du das alleine aufziehen willst, nebenbei noch Twitch und YouTube machen, keine Chance. Also ich... Stimmt. Meine Timo hat es ja auch durchgezogen, eigentlich mit seiner Gilde dann, ne? Auch mega geil. Das hat ja auch Timo vielleicht auch nicht so wirklich erwähnt halt. Ne? Er hat ja auch voll die fette Community am Start mit seinen EU-Leuten. Die sind ja auch da komplett am durchziehen in Classic da, die ganzen No-Lifer. Und ich glaube, irgendwie so am Ende hat jeder irgendwie so seinen guten Weg gefunden. Mit meinen Fehlern meine ich auch so im Spiel. Ne? Ich meine, Timo hatte so diese Hardcore-Mentalität eigentlich und da hat er voll Bock drauf gehabt. Das war voll sein Ding irgendwie. Ihr hattet mehr so diese Casual oder sagen wir mal entspanntere Herangehensweise und ich hatte irgendwie so ein Zwischending und konnte mich aber nicht so wirklich entscheiden. Wisst ihr, das meinte ich einfach so. Das war so mein persönliches Problem. Ja. Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon locker flockig weitergehen. Burning Crusade Classic steht vor der Tür. Was denkt ihr, wie geht's mit Classic weiter? Vielleicht würde ich sagen, fangen wir an der Stelle mal mit Mana an. Im Grunde genommen, ne, ich meine, wir setzen natürlich auch so ein bisschen Informationen voraus an der Stelle. Ne? Also ich denke, ihr wisst mittlerweile, es wird die Möglichkeit geben, dass ihr euren Char quasi entweder mit nach Burning Crusade mitnimmt oder eben in Classic bleibt auf einem ERA-Server, der sich nie verändern wird. Und ihr könnt eben auch für den kostenpflichtigen Kopie-Service in Anspruch nehmen, dann könnt ihr quasi euren Char auf beiden Servern behalten. Und da stellt sich schon die Frage, finde ich, ne, diese Dinge werden kommen, aber wird es wirklich eine aktive Classic-Community noch geben, ist so die Frage. Beziehungsweise wie wird es ausschauen? Was denkt ihr da? Ja, ist eine super gute Frage tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass WoW Classic, zumindest jetzt am Anfang, wenn TPC rauskommt, auf jeden Fall Nische wird. Nur noch die Leute, die wo sagen, also ich kenne persönlich bei uns in der Gilde ein oder zwei Leute, die sagen, sie bleiben, sie spielen kein TPC, aber sonst kenne ich niemanden. Und ich glaube, am Anfang wird super Nische bleiben und vielleicht könnt ihr mir vorstellen, dass Blizzard dann einfach irgendwann sagt, du, wir machen einfach neue Server oder wir resetten oder wir bringen irgendwie eine Veränderung rein und dass man dann wieder so einen neuen Anreiz bekommt. Mhm. Aber jetzt am Anfang werden das wirklich nur die Hardcore-Classic-Fanatiker machen, die einfach keinen Bock auf Flugmount und die halt einfach die alte Welt wollen und halt überhaupt gar nichts mit der Scherbenwelt zu tun haben. Sonst kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, warum man momentan, wenn es dann kommt, nicht auf TBC gehen wollen würde. Oder was meint ihr dazu? Also so würde ich mir jetzt denken. Tja. Es wird definitiv der harte Kern bleiben, sage ich jetzt mal. Aber ich denke nicht, dass es ja allzu lange dann auch so gehen wird. Also vielleicht gibt es noch am Anfang so ein paar ein paar Gesellen, sage ich mal, die sich ihr Bissgier und das noch zusammenfahren wollen, die sich eben diesen Vanilla-Kern dann auch anschließen. Aber ich glaube, das wird sich relativ schnell in den einstelligen Prozentbereichen bewegen, von der Serverpopulation her, die dann wirklich noch aktiv Vanilla Classic dann in dem Fall spielen werden. Ich bin da, wie gesagt, auch, ich kann es selber nicht ganz nachvollziehen. Klar, wenn man dann noch nicht bis am Ende ist, wenn vielleicht sogar beim einen oder anderen KT noch nicht liegt, dann bin ich da definitiv dafür, dass man das vielleicht auch nochmal durchziehen könnte, wenn man eine Community findet. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen
ist es dann tatsächlich nur noch wirklich so ein Einprozentler, die von den Leuten her, die das dann spielen werden. Mir sind auch nicht mehr bekannt bei uns aus der Gilde, die nicht mitziehen würden danach oder nicht mitziehen werden nach TBC. Von daher ist die Frage, wie es, ich glaube, es geht eher Richtung Server-Merch dann sogar vielleicht. Also, dass man die übrig gebliebenen Server irgendwie zusammenlegt. Das kommt halt immer ganz auf die, ich will nicht sagen übrig gebliebenen Spieler an, das hat so irgendwie was negativ Behaftetes. Aber auf die Klassiker, sage ich mal, kommt es halt dann darauf an, wie viele es dann im Endeffekt wirklich sind. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele Server haben wir insgesamt, wenn da auf jedem Server vielleicht 2-3 Raids übrig bleiben, das kann ich locker auf einen mergen und gut ist. Ja, das ist, denke ich, drüber nach. Also, ich könnte mir halt noch ganz kurz anschließen oder beziehungsweise noch einen Satz dazu. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn neue Server kommen und du dann die Möglichkeit hast, deine World Buffs zu saven, dass es vielleicht in einem Jahr oder vielleicht in 1,5 Jahren für den einen oder anderen dann doch nochmal interessant wird. Weil stellt euch vor, ihr könnt in 1,5 Jahren sagen, okay, fresher Server, wir fangen nochmal von vorne an und habt dann diese Möglichkeiten mit diesem Change zum Beispiel, dass ihr die World Buffs dann halt einfach saven könnt. Ich glaube schon, dass da der ein oder andere sagt, komm, lass noch einmal durchziehen, kleine Gilde, 40, 50 Leute halt und fertig. Mhm. Vielleicht gibt es diese Nische dann doch, aber jetzt zu Release nicht. Also ihr seht dann die Zukunft eher so in Fresh oder ja, in... Okay. Oh. Naja. Also es gab ja noch eine Umfrage zu Classic halt, wo explizit abgefragt wurde, ob sie oder was die Spieler davon halten würden, wenn sie bis zu signifikante oder halt starke Änderungen auf den Classic-Servern hätten. Das geht natürlich in eine sehr gute Richtung, ne? Und ob es da halt irgendwie auch, weiß gar nicht mehr, was genau das war, aber da wurde halt abgefragt, wärt ihr okay mit kleinen Änderungen, großen Änderungen, irgendwie, keine Ahnung, wären für euch 40 Euro für eine Kopie okay, oder das war glaube ich noch eine andere, aber sowas ähnliches auch, halt total abgedreht, aber wie halt, da wurde halt schon in Richtung Classic Plus abgefragt, für die Classic Era Server, also dass, wenn die kommen, danach halt noch weitergemacht wird, ja, also das, was Neues dazu kommen kann. Also ich denke, das ist eher die Richtung, in die sie gehen wollen. Und ich glaube, die macht auch Sinn, weil ich, also das Ding ist, Classic ist halt eigentlich, das ist jetzt nicht so mit 1%, das ist halt eigentlich ein Evergreen so, ne? Es hat schon Grund, dass Leute vor 10 Jahren schon immer, so wie wir, halt irgendwie immer wieder auf einem neuen Fresh-Server angefangen haben. Muss halt nur entweder Fresh sein oder Custom, oder was heißt Custom, halt Classic Plus sein. Ne? Dann schon. Weil dann spielen Leute entweder weiter auf dem Classic Realm oder es gibt halt Fresh. Und das Ding ist, was Mana jetzt natürlich gesagt haben, oder Nico, ist halt auch so ein, also jetzt, ohne jetzt irgendwie böse zu irgendwem zu sein, aber halt ist so ein klassisches Casual-Ding, was wir auch bei uns bei vielen Gilden gesehen haben auf dem Server, auch bei uns, aber sehr selten, weil es natürlich ein bisschen anders ist bei uns, aber wir hatten auf jeden Fall Gilden, die waren halt einfach sehr chillig unterwegs. Und die haben dann auch, ich glaube, vor 4 Wochen das erste Mal KT gekillt. Und bei denen haben einfach direkt irgendwie die Hälfte aufgehört oder so. Weil die haben ja das Spiel durchgespielt, der Endboss ist ja tot. Da hören die halt auf. Dann geht's halt weiter, ne? Und das ist richtig und das macht natürlich auch Sinn für viele. Aber so ticken definitiv nicht alle. Also man muss schon sagen, dass Classic schon immer so ein, das hat einen Grund, dass das jahrelang vorher schon immer Leute wieder gespielt haben. Aber das hat definitiv noch so ein Ding. Das Ding ist natürlich auch, es gab auch schon immer Classic und TBC Private Realms. Und es gab da immer schon große Communities, und die sich auch überschneiden teilweise. Von daher ist beides halt, also Leute sind auch einfach heiß auf TBC. Auch wenn man nur Bock auf Classic Plus hätte. Ich habe auch Bock auf TBC. Und ich glaube, das Einzige, was für sie Sinn machen würde oder was sich für Blizzard lohnen könnte, ist nach dieser Abfrage halt auch die Classic Era Server ein bisschen weiterzuentwickeln. Vielleicht ein bisschen mehr Content, ne, und so weiter. Und dann nochmal ein paar frische Realms zu launchen. Da wären hundertprozentig auch ganz viele mit dabei. Nochmal anfangen, weil nicht alle konnten dabei sein, als es jetzt gelauncht wurde. Und es gibt viele Leute, die, glaube ich, nochmal, die jetzt einen besseren Zeitpunkt hätten vielleicht. Und ich meine, ihr müsst euch nur vorstellen, nochmal eine Sache zum Abschluss. Stell dir mal vor, wir starten nochmal Classic mit genervten Mages, ohne Bots, ohne World Buffs und ohne Phase 2. Die Magier. Und mit, ja, und, ne, und mit weniger Servern, dass sie halt auf jeden Fall immer voll bleiben halt, ne. Wäre auch sehr attraktiv, glaube ich. Das Ding ist, wir müssen gucken, was in TPC abgeht. Man kann sich da sehr verlieren, aber
Ich würde es nicht zu doll überbewerten auch. Wenn, also Kara, Grule, Magtherodon sind nicht wirklich so schwer. Auch wenn Karazhan, es ist ein schöner Dungeon einfach, saugeil. Designt halt, aber das ist jetzt nicht schwer. Also da werden Leute einfach durchfetzen und dann ist wieder Ruhe. Und du kannst dann halt noch Heroics ballern und klar, das dauert mit dem Rap-Grind. Das machst du mit einem Char und da musst du halt auch noch, kannst du Arena machen, da gibt es auch viel zu tun. Aber man kann auch entweder beides spielen und ich glaube, für viele wird das dann, also die meisten haben Bock auf TBC, aber ich glaube, manche Leute werden zwischendurch nochmal sehen, haben wir Magier im Chat, das andere Leute? Vielleicht eher was für sie ist, so. Ne? Wir haben Magier im Video, ja. Was? Ja, ohne Phase 2 meine ich halt ohne komplette Zerscheißung auf dem PvP-Server, dass alle durchdrehen oder halt irgendwie ne, ohne irgendein Pool-Boosting oder so, dass man halt Rang 14 auch machen muss, so wie es am Anfang war. Als ich das noch gemacht habe, so da haben wir wie aus Spaß 5 Chars oder Twinks reingeballert in den Pool halt zum Pool-Boosting und am Ende ist es natürlich völlig ausgeartet. Komplett durchgedreht, alle mit irgendwie, ihr müsst 100 Chars Pool boosten und auch auf anderen Servern und Löschskripten so eine Scheiße. Ich stelle mal ganz kurz die Umfrage gerne mal mitmachen, Leute, im Chat oben mal aufklappen, im Chat oben draufklicken. Bleibt ihr in Classic oder geht ihr nach dem Burning Crusade rein? Danke an Blue für die Erstellung der Umfrage. Ja, ich denke, die meisten werden auf jeden Fall erstmal in TBC gehen. Ist ganz klar, weil wir sind jetzt erstmal durch Classic durch. Das ist. Ja, wir haben natürlich auch heute den TBC-Talk, ne? Natürlich auch wahrscheinlich viele Leute hier, die sich für TBC interessieren. Und wir sehen ja schon, 34 Leute wollen in TBC reingehen. Einer momentan bleibt in Classic. Grüße gehen raus an der Stelle. Also noch ganz kurz abschließend zu diesen Classic-Ära-Servern meinerseits. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Classic-Ära-Server, bis ein eventuell noch ein WOTLK-Classic kommt, immer bestehen bleiben und die diese Classic-Ära-Server vielleicht immer weiter aufbohren mit Changes und du dann irgendwann nach oder entweder vor oder nach WOTLK Classic, mal angenommen, es kommt an, dass diese Server zu so einem Art Classic Plus werden, dass du vielleicht nach WOTLK die Möglichkeit hast, dort weitere Phasen zu erleben oder was weiß ich. Also es ist nur eine reine Spekulation, aber ich könnte es mir vorstellen, dass dieser World Buff Change auf den Classic-Ära-Servern der Anfang ist, meiner Meinung nach. Kann mir schon vorstellen, dass noch mehr kommt. Ja, aber auch da checken sie es halt wieder nicht. Ne? Es geht nicht darum, die irgendwie einzufangen und sich die ganze Zeit zu dingsen. Du musst die Scheiße entfernen in Raids. Ne? Darum geht's. Ja, schon. Weil du kannst halt mal Nax ohne World Boss machen. Macht erstmal mehr Bock und ist halt auch schon deutlich härter. Das ist so ein Punkt, das habe ich auch nicht verstanden. Also in Burning Crusade soll es ja anscheinend so kommen, sobald man einen Dungeon oder Raid betritt, werden alle Buffs von einem entfernt. Das heißt, man hat da nichts mehr drauf. So wie ich es verstanden habe, wollen sie das in Classic beibehalten, weil sie sich quasi am Anfang von Classic für die Philosophie entschieden haben, so wenig wie möglich am Spiel zu ändern. Und deswegen wollen sie dort eben die World Buffs auf Biegen und Brechen irgendwie noch am Leben halten. Und sie sehen quasi auch in dieser, wurde da so komisch geschrieben, in dem einen Bluepost irgendwie, sie sehen quasi so diesen Weg, den man geht, ne? Also Dire Maul, Songflower und hin und her und so weiter. Also sie sehen das tatsächlich als eine Aktivität der Spieler, die auch zu dem Spiel dazugehört irgendwie mittlerweile. Ne? Also sie erkennen nicht so wirklich, glaube ich, vielleicht auch, dass da eigentlich viele Leute sich nur noch hin und her porten und man eigentlich gar nicht eine belebte Welt dadurch quasi hat, sondern dass es eher zu einer leeren Welt führt, finde ich. Das missinterpretieren sie vielleicht an der Stelle ein wenig. Aber das ist ihre Begründung, um das nochmal so zu erklären. Also die wollen quasi einfach die World Boss nicht entfernen, weil sie einfach mit einer anderen Grundphilosophie an Classic rangegangen sind. Und deswegen wollen sie die quasi beibehalten. In Burning Crusade wiederum gehen sie von vornherein mit Änderungen ran. Und deswegen sehen sie da halt viele Dinge anders als in Classic. Muss man jetzt gut finden oder nicht. Er macht ja auch Bock, mit World Buffs zu pumpen, so, das weiß ich ja auch. Ich meine, wir spielen das ja auch so. Aber ich glaube, wissen wir alle, wie es ist. Also es ist halt auch, es ist ja nicht nur das, ne? Also es ist, was du gerade sagst, die Leute porten sich nur noch hin und her und alles Mögliche, dies, das, Ananas und irgendwie, es ist halt nur noch, keine Ahnung, alle Raid-Loggen nur, porten sich hin und her, alles werden gegrieft, griefen, werden frustriert, 1000 Leute hören auf. Also ich weiß nicht, wie viel bei euch aufgehört haben, weil die einfach pisst waren und sagen, das gebe ich mir einfach nicht, Alter, ich gehe arbeiten irgendwie und dann
komme ich irgendwie nach Hause, hab 30 Minuten, mir die scheiß Buffs zu holen, hol mir die Kacke und du kannst dich auch noch griefen oder sterben. Ich meine, wenn man jemanden killt, ist ja alles schön und gut so, ne? Ist halt PvP-Server, aber das ist nur einer der Faktoren. Es gibt halt tausende, aber schon mal. Ja, stimmt. Ich glaube, wir können alle drüber einstimmen, die World Buffs hätte man lieber komplett entfernen müssen eigentlich schon am Anfang oder in der Mitte auf jeden Fall. Was ich aber auch interessant fand, wir haben eigentlich alle auch drüber uns ein bisschen, also wir waren uns einig eigentlich, dass wir uns Classic eher mit Fresh vorstellen könnten. Ne? Also die Zukunft von Classic sehen wir alle eher in Fresh und nicht in den aktuellen Servern wahrscheinlich, ne? Weil da hat man einfach alles erreicht. Ne? Und das würde ich so auch unterschreiben. Ja. Definitiv, ja. Ja, Classic Plus halt. Ne? Ja, genau. Aber oder mit weiteren Inhalten eben. Aber eben nicht so dieses, weißt du, einfach abspeichern irgendwie und es passiert nichts mehr. Genau. Also das ist halt der Punkt. Das bringt gar nichts. Ja, genau, und das ist ja auch das, was Nico und Mana meinten halt, ne? Dass sie da halt keine Perspektive sehen. Wesentlich mehr ändern. Also, und da werden dann auch die Population, die Spielerpopulation wieder nach oben gehen, weil Classic mit neuen Inhalten, ich meine, also bitte, es ist saugeil. Also nicht jetzt Erweiterung nach Erweiterung, sondern irgendwas anders, sich aus dem Hut ziehen, neuer Raid, keine Ahnung, Ashara vielleicht ein bisschen ausbauen. Was gäbe es Geileres? Aber ich sehe das halt immer so, die haben ein Development-Team, das arbeitet an Retail und ich glaube, da noch irgendwas im Classic-Bereich mit einem neuen Developments reinzuhauen. Ich meine, wir haben ja vorher schon anfangs drüber uns unterhalten, was wir mit Classic und Blizzard-Support haben aktuell. Also gehe nicht davon aus, dass es in naher Zukunft irgendwie leider dazu kommen wird, dass wir irgendwie Classic Plus oder sowas bekommen. Mal abgesehen von so Changes. Aber das ist ja... Aber warum sollten sie prinzipiell jetzt schon Classic Plus machen? Ich würde es mir ja auch wünschen. Aber sie würden sich doch... Ich meine, Blizzard, ihr kennt sie alle. Es ist halt Unternehmen, was an der Börse gelistet ist und die wollen Geld machen. Und die haben jetzt noch ein TBC, wo sie ausschlachten können. Mal ganz böse formuliert, okay? Die haben ein TBC, was sie ausschlachten können. Die haben ein WOTLK ausschlachten. Was sie ausschlachten können, sorry. Und warum bringe ich nicht danach Classic Plus? Und danach haben sie vielleicht noch mehr Erfahrung. Und dann können sie sagen, hey, jetzt bringen wir Classic Plus. Ihr habt gesehen, wir haben schon die geilen Changes gemacht mit diesem World Buff. Bringen wir noch das LFG-Tool da mit rein, also was es halt auch ein TBC gibt. Jetzt machen wir vielleicht LFR am besten noch. Du weißt, ich meine, dieses LFG-Tool mit, ohne ich drücke da drauf und bin mit irgendwelchen 5 Randoms in der Gruppe, sondern einfach nur, dass du immer noch diese interaktive Aktion hast und die Leute halt einfach anschreiben musst. Das würde ich mir wünschen, das ist okay. Und die werden ein aufgebohrtes Classic Plus nach WOTLK bringen. Mark my word. Okay, gucken wir mal. Ja. Wird Classic Plus auch noch Geld nicht komplett verdienen, abschreiben, das stimmt schon. Abschreiben nee, ich auch nicht, aber. Ich glaube, das kommt und TBC auch, aber du weißt halt, also was du schon sagst, ne, Blizzard ist eine Firma, muss Geld verdienen, war so vorher auch und ist halt gar kein Argument für schlechte Entscheidungen zu Lasten des Spiels, aber ja, absolut, sich auch so nur, ich meine, sie haben abgefragt, eine Copy, glaube ich, ne, war die Preisabfrage für $40 oder so? Das war eine Copy, da gab's zwei verschiedene, also die eine 10 Dollar rum, die andere, wie du richtig gesagt hast, mit 40. Aber da musst du, überleg dir das mal, was sie sich, also, keine Ahnung, umsonst würde ich es nehmen, ja, aber. Maximal 50 Euro für einen kompletten Server, den ich habe. Also für das, aber das war's maximal. Ja, genau, für alle Chars, ne? Ja. Für alle Chars, für alle 10 Chars, die du hast, 20 Euro komplett auf dem Era-Server. Und fertig, aber mehr nicht. $40, was sind das? 35, 40 Euro für einen Charakter. Das also, Lost, wenn sie das machen, das ist frech. Das ist dreist. So, seid mal ehrlich. Classic ist der Wahnsinn, TBC ist hammergeil und WOTLK ist auch einfach super geil. Und danach ging es abwärts mit den Spielerzahlen. Ich kann man ja googeln. Und die werden meiner Meinung nach kommen, kein Pandaria war danach oder nach WOTLK. Es wird niemand, meiner Meinung nach, wird niemand ein Cataclysm Classic wollen. Und dann ist doch die logische Entscheidung, dass nicht ich korrekt. Dann von Aus vorne hier. An. Ja, ich und ich glaube, die Masse würde kein. War meine Höchstzeit. Also ich glaube, die Mehrzahl würde kein Cataclysm
Classic wollen. Ich nicht, ich wäre raus, 100.000%. Würde ich auch so unterschreiben, ja. Ich würde nach... Bin bei Rath schon raus, Alter. Nee, ja, ich würde BOTLK würde ich noch spielen mit Änderungen im Sinne von schmeiß dieses scheiß Tool da raus, wo man irgendwie in zusammen mit 5 Randoms von 20 verschiedenen Servern zusammengewürfelt ist. Rechtsklick und verpiss mich einfach, weil ich keinen Bock mehr habe. Für mich ist es ein MMO und ich will Interaktion und ich will das Ganze in der Welt erleben. Aber nach WoTLK wird es ein Classic Plus geben, weil ich spiele kein Pandaria, aber die Mehrzahl, so wie ich, wird definitiv ein Classic Plus spielen, mit Änderungen. Kommt safe. Manchmal was. Vielleicht habe ich auch schon zu viel Bier getrunken. Kann auch sein. Nee, ich glaube, das stimmt schon auch so. Ja. Ich denke auch, die werden die Wrath-Route noch runtergehen und dann wird es das gewesen sein, glaube ich. Also beziehungsweise, ja, ich glaube auch nicht, dass sie Classic Cataclysm machen. Aber die, ja, man muss halt gucken, ne? Viele sind bei Wrath auch raus. Ich weiß, viele feiern es. Death Knights gebe ich mir nicht nochmal in meinem Leben. Und das ist einfach, ja, das kann sein, dass sie da halt wieder viele verlieren. Deswegen könnte es auch sein, dass sie, wenn TPC erstmal angelaufen ist, vielleicht dann schon in die Classic Plus Richtung gehen. Für alle, für die das nicht so ist, weißt du? Und dann lassen sie die nicht direkt wieder gehen, sondern, aber ja, müssen wir gucken. Also, glaube ich, kannst du halt jetzt nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall gab es eine Umfrage und TBC kommt auf jeden Fall. Es gab eine Umfrage in Richtung Classic Era. Meistens kommt das dann auch irgendwie so und müssen wir abwarten, was dann ist. Ne? Ja. Also was mich heute echt schockiert hat, um wo wir gerade bei dem Thema sind, prinzipiell welches Addon und wie lange, ich weiß nicht, wer das auf Twitter gesehen hat, ging es so rund mit so einer, welches ist euer liebstes Addon-Tierlist? Und da hat mich echt schockiert, bei weit über 50% wirklich Mist of Pandaria ganz oben gelandet ist. Ich meine, das hat mich schockiert. Also um mal kurz zu revidieren, wo ich mich vorher gemeldet habe, ich brauche es nicht mehr, ich brauche kein Cataclysm mehr. Lich King mache ich vielleicht noch mit als Classic, aber dann ist auch gut. Aber das hat mich so echt schockiert und vielleicht sind wir da in diesem zu eingefleischten, ja, vielleicht Classic TBC Feeling drin, dass wir uns das gar nicht vorstellen könnten, dass tatsächlich nach vielleicht noch Lich King weitergemacht wird mit Cataclysm und Pandaria. Also, dass wir denselben Zug praktisch gehen, den wir gegangen sind. Aber ich glaube, es ist schwer zu sagen. Ich für meinen Teil nicht, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann wieder solche Umfragen sehe, ich meine, es ging klar, das war Retail-Spieler, also brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja, also dann Twitter-Content und da war halt von wegen, ja, Mr. Pandaria, und da habe ich mir echt gedacht, okay. Musst du gucken, wer das votet, ne? Wenn du in Deutschland fragst, wer die CDU richtig geil findest, wenn du Rentner fragst, wirst du sicherlich auch ein anderes Ergebnis als in absolut richtig. Auf St. Pauli bekommen, ne? Und musst halt gucken, aber ja. Wieder beim Thema Blizzard, die sehen das natürlich, die sehen, hey, pass auf, heute im deutschen Bereich oder wie auch immer, ist Mist of Pandaria in Twitter wieder komplett abgegangen. Die wird dann wieder falsch interpretiert und dann sind wir wieder bei sowas, wie wir vorhin schon waren. Also, das ist schon, ich weiß es nicht. Zu schwer zu sagen, ich kenne es persönlich nicht, aber ich bin mir bei Blizzard definitiv nicht mehr sicher, was sie machen und was sie nicht machen. Ja, Mann. Ja. Vor allem, was auch bei mir immer so ein Punkt ist, irgendwie, ich vermisse immer so die guten Alternativen, ehrlich gesagt. Also, das ist halt immer leicht gesagt, man kann Blizzard kritisieren, WoW kritisieren, irgendwie, wenn endlich mal wirkliche Konkurrenz im MMO-Bereich am Start wäre, ne? Wenn man wirklich mal sehen würde, ey, New World wäre wirklich mal da oder andere Spiele, die wirklich cool und interessant wären, das würde ich halt auch mega cool finden, ne? Weil dann würde Blizzard dann auch immer ein bisschen Druck bekommen für den Sektor irgendwie und B, könnte man auch einfach mal sich andere Dinge anschauen. Genau, ja. Ja, es kommen ein paar Alternativen bald. Gucken, ob die reinhauen oder nicht, aber ich denke schon, dass da ein, zwei Sachen mit dabei sind, also jetzt in der nächsten Zeit, weil der Markt war auch lange tot so und jetzt kommen halt schon ein paar Leute dazu, die halt auch jetzt genau das Gleiche, die sehen das genauso wie wir halt, ne? War lange halt nichts los und ja, muss man gucken, ich sehe das, ja. Ja. Weiß nicht. Also ich glaube, der Grundgedanke von Classic war halt Classic. TBC kann man auf jeden Fall noch machen. Ich denke, Wrath irgendwie auch, ne? Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, ja, weiß nicht, Classic, also wir wollen halt Classic, ne? Nicht Chapter. Also ich sage euch noch kurz abschließend zu diesem Thema. Ich glaube, ihr seht ja irgendwie, was Blizzard gerade alles so ein bisschen recycelt oder remastert oder es kommt ein Diablo 2. Ist es ein Remake, eine Neuauflage? Nico, du musst mich da gleich korrigieren, wenn ich wieder einen Schmarrn erzähle. Aber
irgendwie sind 70% der Spiele, die momentan bei Blizzard gut laufen, irgendwelche Remakes oder halt Spiele, die es schon mal gab. Und ich kann mir vorstellen, dass Blizzard einfach nach WOTLK oder nach TBC dann einfach sagt, alles klar, hat super funktioniert, hat wahrscheinlich mehr Abos wie Retail, wir lassen es jetzt sterben. Also ich glaube, diese Schiene wird definitiv weitergehen. Nur so abschließend von meinen Worten, es wird Zeit, dass wir zu TBC kommen. Ja, deren Main-Geschäft ist im Moment alles Remastern, was Beine hat. Und für ein Graphical Update bei Diablo 2 mal schön, was heißt auch 40, ne? 40 Euro übel. Oder so. Da habe ich mir auch gedacht. Ich hatte richtig Bock drauf. Dann habe ich das gesehen, habe ich gesagt, muss los. Das ist schon auch wieder so dreist. Das ist so wie, ne? Da weißt du, in welchem State of Mind die gerade sind. Sorry. Tja doch. Oder? Was soll, können wir mal in Blizzard schauen? Habe ich also im Launch habe ich meines sind 40 Euro, oder? Für Vorbestellung. Das ist eine Frechheit. Glaube, ja. Was ein Remaster. Ja, das ist wirklich. Ja. Es ist wirklich kann man wirklich von der Frechheit reden. Genau wie Character Copy für 40 Euro. Die müssen mal ein bisschen irgendwie. Aber ja, ich meine, ihr habt die BlizzCon gesehen, ne? Nichts gegen die, aber die rothaarige gute Dame, die da war, halt, wenn die halt da das Spiel macht, dann gute Nacht halt einfach, ne? Das ist, denke ich, klar. Gut, ja. Wir gehen mal weiter. Würde ich sagen, bevor wir zu sehr abdriften. Über rothaarige Damen. Ja, TBC Classic, Leute. Immer noch das Thema heute. Die Beta ist gerade live. Das Team von Mana ist schon drin in der Beta. Ich bin nicht drin, Timo ist nicht drin. Viele sind nicht drin. Nee, ich bin auch nicht drin. Wir aber, ne? Viele sind drin und zocken jetzt wieder Retail gerade. Aber das ist auch immer so eine Sache, das muss man doch einfach, finde ich, respektieren. Sein lassen. Ja, ist halt einfach so, ne? Also jemand, der halt einen Key bekommen hat, über seine Reichweite, sage ich mal, der hat sich das ja auch irgendwie auch verdient, kann sich eben auch aussuchen, was er spielt. Auf jeden Fall, Pre-Patch steht vor der Tür, man weiß nicht genau wie. Momentan ist der aktuelle Stand in der Beta. Die Neuerungen in der Beta kommen relativ schnell rein. Das können ja auch vor allem Mana und Nico gleich mal berichten, ne? Also finde, es ist gerade so ein bisschen hektisch. Auf einmal 68, auf einmal Level 70, dann ist die Arena da, jetzt sind schon die ersten drei Raids irgendwie freigeschaltet. Also ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht an der Stelle. Und das Gefühl von den Leuten gerade ist ja ein wenig, ey, okay, dadurch, dass es alles so schnell geht auf einmal, würde das dafür sprechen, dass der Release von Burning Crusade gar nicht mehr so lange dauern könnte. Das wäre jetzt mal so meine nächste Frage. Wie ist da so eure zeitliche Einschätzung? Wie schätzt ihr die aktuelle Lage ein? Weil letztendlich kann natürlich auch so ein Gerusche von den ganzen Geschichten noch einfach nur bedeuten, ey, Blizzard merkt einfach, wow, es sind die ganzen Sachen sind einfach noch so unausgereift irgendwie. Wir brauchen noch mehr Leute in der Beta. Es wurde auch nochmal, es sind einige Wellen gekommen. Viele Leute sind drin mittlerweile, auch Leute, die keinen Twitch machen, die keinen YouTube machen. Was ich auch gut finde, habe ich von vielen gehört, dass sie den Key bekommen haben. Und ja, was ist da so eure Einschätzung? Da würde ich dann vielleicht mal bei Nico oder bei Mana quasi anfangen, weil ihr ja quasi gerade drin seid, schon in der Beta. Jetzt nur kurz, ich werde jetzt nicht einen Klugscheißer machen, aber um zu berichtigen, die Raids sind noch nicht im Spiel. Das wird eine Testphase von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jemals in der Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr geben. Mit einem Extra-Server, mit vorgefertigten 70-Charakteren. Und das, was Zeit ist, sind so eine zeitliche Beta prinzipiell. Dass wenn du es mit ganzem Flask und ganzem Gear etc. Also das ist prinzipiell wirklich ein wirklicher Test, nicht mit den Charakteren, die du gelevelt hast. Okay, verstehe. Aber da könnt ihr aber rein. Ergänzt. Jeder, der Beta-Zugang hat, kann sich einen Charakter dann auf dem Server erstellen. Oder es wird sogar nur so sein, dass du auf den jeweiligen Server eben eine Template hast, wie diese 58er Charaktertransfer, nur eben mit Pre-Rate-Gear. Aber nur an bestimmten Tagen, Nico, oder? Es ist doch nur am Dienstag Karazhan, am Mittwoch dann Magteridon oder Gruul und an dem nächsten Tag dann das andere. Also du hast nur 3 Tage. Das bedeutet, wir haben jetzt am Dienstagabend
müssen wir uns, weil es halt amerikanische Zeit ist, um 23 Uhr treffen, können dann nach Karazhan gehen für 24 Stunden und dann ist Karazhan wieder dicht. Das ist ein reiner Raid-Test und kein Nimbler-Char, wie Nico gerade schon erklärt hat. So. Okay, gut, das wusste ich nicht. Karazhan Dienstag von, ich glaube, 23 bis also Mittwoch 5 Uhr in der Früh und dann Grul oder Magteri dann Reihenfolge, keine Ahnung. Aber genauso zeitlich begrenzt. Was den Ablauf her angeht, sie geben mir jetzt schon wirklich Gas. Also du hast es ja gerade selber gesagt, erst auf 64, dann auf 68, jetzt auf 70. PvP mit rein, Schlachtfelder mit rein, allen möglichen. Und die Leute werden auch, also es werden verdammt viele Leute. Klar, im Level 60er Bereich, weil da sich entweder jeder seinen Char kopiert oder eben sich ein neues Template, also einen neuen Char auf 58 boostet. Es werden immer mehr Leute tatsächlich und ich glaube, ich habe es gerade im Chat gelesen, es gibt tatsächlich welche, die einfach mal kurz reinschauen und dann sagen, gut ist es. Also ich glaube, ich will mich eigentlich nicht beschweren, weil wir haben ja einen Zugang, aber ich glaube, es hat tatsächlich dann auch im Großen und Ganzen vielleicht nicht unbedingt die richtigen Leute getroffen, die da auch einen bekommen haben, weil viele sind da einfach, die gehen rein, schauen sich eine halbe Stunde an und sind wieder weg. Ich glaube, wenn wir jetzt hier in unserer Runde sind, ich glaube, von euch wird da jeder vermutlich auch etwas intensiver reinschauen. Ich meine, ich sowieso, erster Char ist schon 70, Flugmount etc., Karapre, weitestgehend erledigt. Also, und ich glaube, das sollte eigentlich die Zielgruppe dieser Beta sein. Nicht hier der, keine Ahnung, der 2 Stunden in der Woche spielen kann, davon hat er mal eine halbe Stunde reingeschaut und gut ist. Aber ja, es geht Schlag auf Schlag jetzt, Tag für Tag. Wir sind jetzt in der Zeit 26 in der Beta. Jetzt seit genau 2 Wochen, ja, und es kann eigentlich nicht mehr lang dauern. Wir hatten am 25. am Donnerstag hat sie gestartet, am Freitag hatten wir Zugang. Da hast du dich eingeloggt auf 400 verschiedene Bugs, also wirklich, es hat überall noch gehackt an jeder Ecke. Und inzwischen ist wirklich der Großteil dieser, ich sag mal, Alltagsbugs jetzt nicht irgendwo eine Mechanik von dem Boss funktioniert nicht, sondern die Castbar war das Overlay war eine Ebene verschoben und solche Geschichten. Also das waren so die größten Fehler. die Transition von diesen alten Dateien eben auf die neuen Server mit einem neuen Client, das war das, was gehackt hat. Aber sonst gibt es nicht irgendwelche großen Mechanikfehler oder sowas in dergleichen, wo ich sagen könnte, es würde jetzt das Spiel noch deutlich nach hinten verschieben. Dann wären wir aber wieder andersrum bei den Blizzard Support. Wer weiß, wie viele Leute da überhaupt an TBC arbeiten. Wenn es auch noch die 5 Stück sind, dann kann sich's auf jeden Fall noch verschieben. Ich habe im Stream immer gemunkelt, wie auch immer, dass wir so mit am 1. Juli damit rechnen können. Das nehme ich jetzt auch offiziell zurück. Ich glaube, das wird viel schneller gehen. Echt? Okay. Dieser 18.5., den wir da so haben, nächste Woche oder in 5 Wochen genau. Wenn du jetzt nächste Woche noch das ganze Raid-Gedöns hast und dann klar die Beta weiterhin laufen lässt und dann am 18.5. Oder nächste Woche am 18.4. oder was auch immer da der Tag ist, Pre-Patch bringst, dann hast du noch 4 Wochen, um von mir aus Schamane oder Paladin zu leveln, etc. Dann kommt es mit dem 18.5. TBC auf jeden Fall hin. Also, okay. Wie gesagt, da habe ich jetzt auf meine persönliche Meinung, wie gesagt, geändert, weil es ging einfach viel zu schnell. Das ist jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwas Neues. Es kommen immer mehr Leute. Es ist Wahnsinn, was tatsächlich jetzt auf der was da in Thralmer Höllenfeuer Halbinsel los ist. Ja, am Anfang hat man nur Esmond Gold gesehen, ne? Und mittlerweile. Ich bin froh, dass wir, danke an Montesa nochmal an dieser Stelle, dass wir uns für einen PvE-Server zum Beta-Testen entschieden haben. Weil ich glaube, auf dem PvP-Server hattest du, sogar gar keine Chance, irgendwie irgendwas zu testen. Weil du kommst nicht mal aus was Ehrenfeste und Freimar, glaube ich, wirst du gar nicht rauskommen, wenn die ganzen Schurken unterwegs sind. Jo. Aber merkt ihr auch du hast es so leicht angeschnitten gerade, merkt ihr auch wirklich eine qualitative Veränderung an dem Client vom ersten Tag an bis aktuell? Hat sich da wirklich viel getan?
Ich schon. Also ich find halt vor allem, ich meine, es kommt ja schon in Classic mit rein, die ganze Spell-Batching-Geschichte ist halt einfach krass. Du, es ist dort ja schon live und ich habe es dort gemerkt, wo ich zum Gasthaus gegangen bin, mir nur Wasser kaufen wollte und ich drücke halt gefühlt diese 7-mal drauf, also viel zu viel, weil ihr kennt diesen Delay und auf einmal ist es in der Tasche und ich denke mir so, what the fuck ging denn hier gerade eben ab? Oder wenn du das Fenster aufmachst und es geht sofort auf und du tust es rein und drückst auf Handel und es ist sofort so ein merkwürdiges Gefühl einfach. Also die haben da schon was. Unglaublich. Dran. Es ist wirklich unglaublich. Also es ist merkwürdig, man muss sich schon erstmal dran gewöhnen, dass es normal funktioniert, weil jeder Classic-Spieler wird es kennen. Du hast dich an diesen Delay, an dieses Spell-Batching dann halt irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, merkwürdigerweise. Und also ich finde schon, dass der TBC klein relativ rund läuft. Klar, diese ganzen Bugs, da sind Millionen von Bugs noch drin. Die scheiß Versammlungssteine gehen heute noch nicht. Und so ein paar Dinger, ja, hast halt irgendwie bei mir, ich wollte die erste Quest machen und konnte irgendwie das Blut von den Orks nicht looten. Dann habe ich sie 100-mal abbrechen müssen und. Also sind schon noch Bugs drin. Meiner Meinung nach... Auch vor 2 Wochen, Manu. Okay. Also meiner Meinung nach, ich muss da wirklich dem Nico vielleicht ein Stück widersprechen, weil du meintest ja wirklich, am 18.05. kommt TBC, hast du gesagt, oder? Oder meinst du, oder hast du ein Pre-Patch gemacht? Also gehen wir jetzt, dann kommt am 18.05. TBC. Das glaube ich. Nee, achso. Nee, ich glaube, der Pre-Patch. Ich glaube, Pre-Patch. Ja. Muss ich wieder muten. Ich glaube, der Pre-Patch. Also stellt euch mal vor, die würden ja jetzt dann diese Woche announcen müssen, hey, TBC kommt eigentlich in einem Monat. Das machen die doch niemals. Pre-Patch 18.05., 6 Wochen später TBC-Release oder 8 Wochen später, eins von beiden. Meiner Meinung nach. Du bist ja jetzt in diesem TBC-Hype wieder drin. Ich meine, du hast jetzt 2 Wochen Beta. Selbst meine Twitch-Zahlen gehen in die Höhe, wo ich eh relativ im niederen Bereich bin. Gerade jetzt sind die Leute gehypt. Jetzt geht's ans Raiden. Jetzt die ersten sind 70, da ist alles fertig, hier ist alles fertig. Oder 19.05. Cybex, scheißegal, einer von den beiden Tagen eben. Ich glaube, du bist genau jetzt so in diesem Hype-Feeling drin, wo es auch nicht verwunderlich wäre, wenn sie jetzt sagen, pass auf, wir haben jetzt nächste Woche die 3 Tage den Raid-Test, das funktioniert, wir announcen es jetzt, in 4 Wochen geht's los, ihr habt ab, keine Ahnung, ihr habt ab jetzt Zeit, euren Paladin hochzuspielen oder euren Schamanin oder nochmal komplett von vorne anzufangen und auf Level 60 zu bringen. 4 Wochen habt ihr noch, dann geht's los, weil wir brauchen keinen großen Release, wir haben kein Mitternachtsverkauf mehr. Es braucht ja nichts mehr. Wir müssen nur noch auf den Knopf drücken und gut ist. Also und groß viel Vorbereitung dazu, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es nicht mehr lange dauern, ja. Was stand denn in diesem Leak da? Mein Onkel arbeitet bei Blizzard League von damals, der war doch eigentlich sehr akkurat. Stand da 2 Wochen Pre-Patch oder war da schon das mit dem 18. Mai oder war das geleakt aus irgendwelchen Sachen? Das war irgendwie aus Daten. Das war 18.05. war das Datum explizit genannt. Für den Pre-Patch. Für Release oder Pre-Patched? Pre-Patched. Für diese Transition. Also es stand weder Release noch Pre-Patched drin. Da stand also, irgendeine Transition. Genau, das war im Code drin. Classic, ja. Ich denke mal, das wird der Pre-Patch sein. Und im Pre-Patch kann man sich auch überlegen, was man transitioned transferieren will, denke ich mal. Ja, mal gucken, ne? Genau, also in dem Quell-Code. Stand quasi drin, dass sich die Leute so eine Art am 18.05. entscheiden müssen, ob sie in Burning Crusade weitermachen wollen oder in Classic bleiben wollen. Wie bitte? Pro Char musst du dich entscheiden, was du machen willst. Genau. Und daraus haben die Leute dann geschlossen, da würde ja dann der Pre-Patch Sinn machen, weil man sich davor entscheiden muss, bevor man die neuen Talente bekommt und so weiter. Würde ja keinen Sinn machen, wenn man in Classic bleibt, so eine Art. Ja. Ich würde auch vermuten, der Pre-Patch bleibt so am 18.05. würde ich auch vermuten und Release so Mitte Juni wäre mein Mitte oder Anfang Juni. Mitte Juni würde ich vermuten, glaube ich. Schön im Sommer, damit man wieder nicht raus kann. Du kannst ja eh nicht raus, Timo, von daher. Ja, zum See kann man ja schon. Ja, mal gucken. Ich würde es auch cool finden, tatsächlich, wenn es ein bisschen früher kommen würde, von meiner persönlichen Planung her, aber mein Gott. Sieht ja eh jeder anders so. Ich auch, kann ich euch jetzt schon mal sagen, ohne was zu spoilern. Ja, bald da gerne.
von allen vier, wir machen das natürlich gerne. Danke für die Blumen und Grieswald. Kurz an den Chatter. Nur Danke gesagt. Gut. Ja, dann gehen wir mal so ein bisschen gerne auf die Inhalte von Burning Slate. Ein bisschen einen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also die Outlands, Level 70, Flugmounts, 25 Mann Raiden, Arena. Was würdet ihr denn sagen, worauf freut ihr euch tendenziell so am meisten eigentlich im Burning Crusade, gerade auch im Unterschied zu Classic quasi? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einfach in Classic habe ich so ein Feature vermisst, was ich irgendwie, also ich finde, in Classic muss man sich so ein Stück weit entscheiden, entweder man geht Raiden, man macht PvE stur irgendwie, oder man rankt irgendwie. Und alles, was dazwischen irgendwie machbar war, war irgendwie immer so ein Nebending irgendwie. World PvP war auch nie wirklich gut machbar irgendwie. Entweder du findest keine Leute oder es sind überall 1000 Wachen am Start. Und das finde ich irgendwie für mich persönlich in Burning Crusade zum Beispiel deutlich angenehmer. Mit dem Arena-Feature für PvP-Spieler kommt so ein bisschen so dieses E-Sport-Gedanke in WoW rein. Hat dann auch langfristig für Probleme gesorgt, natürlich auch wieder. Also da gab es immer in jeder Erweiterung eigentlich Probleme zwischen den PvE-Leuten und den PvP-Leuten, ne, mit den Items und so weiter. Dann war die Debatte, ob man überhaupt PvE-Gear in der Arena verwenden darf und so weiter. Aber für mich persönlich ist absolut die Arena eigentlich das Hauptargument, warum ich mich auf Burning Crusade freue. Frag mal die Leute auf Luzifron. Liebe Grüße. Kuss. So viel Wachen am Start. Ach so, ja. Ja. Luzifron Warteschlange, ey. Ja, aber was ist so euer Ding, worauf ihr euch am meisten freut in Burning Crusade? Können wir vielleicht mal bei Timo anfangen. Wisst ihr, was auch geil war? Der Launch war eigentlich auch so geil, ne? Als Adi noch hier war auf LAN, ich antworte gleich. Junge, ey, er war hier auf LAN neben mir, Launch, man kommt nicht rein, man pennt so, ach, ich kann nicht zur Arbeit kommen, haben wir irgendwer, der einspringen kann? Und Adi pennt da so, ey, du bist drin, wacht da so auf, setzt sich an den Rechner, oh geil, aber wir rerollen doch irgendwie da. Das war irgendwie geil, ey, weißt du, und dann hätten sie ein paar mehr Leute angestellt, das wäre so gut geworden. Aber ja, worauf freue ich mich am meisten? Ohne fucking World Buffs, Raiden. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, wir können wieder so raiden wie früher, als wir angefangen haben mit der Gilde. Vor irgendwie 5 Jahren oder so. Raid Day, du kommst on, du hast halt vorher ein paar Sachen gefarmt halt. Dann kommt man ins Disc, ey, macht ein kühles Blondes auf, quatscht mit den Leuten irgendwie aus aller Welt oder halt, ne, oder halt bei euch aus ganz Deutschland irgendwie, die man kennengelernt hat, und dann, keine Ahnung, man lockt sich halt irgendwie einfach ein, man fängt um 7 an, das heißt, du kommst so 18:30 langsam angeschlendert und dann kommst du in Raid rein, dann trifft man sich irgendwo, macht sich einen Riding-Song bei Spotify an oder so, alle feiern das ab, haben Bock auf einen Raid und dann geht das los. So, und nicht, können wir schon zum Mushroom summonen, Booty Bay safe. Diese ganze Kacke. Ja, stimmt schon. Ich hab echt nicht mehr so viel Lust drauf, also so viel Bock das auch macht mit allen. Oder haben wir noch einen Onkel, der sich selber mind-controllen und Orgrimmar für Randbuff und so eine Scheiße, ey. Junge, yikes, Alter. Es war auch geil, ne? Also versteh mich nicht falsch. Ich habe gerne gepumpt mit den ganzen Buffs und irgendwie war das auch geil, so richtig so krank reinzusuchten und so. Rang 14 alles. Aber halt, irgendwie ist es auch wieder geil, wenn man das einfach mal das fucking Spiel spielen kann wieder. Und Arena nebenbei ist cool. Und, tanken, ne? Richtig tanken. Ja. Ja, wird wahrscheinlich auch für dich als PvE-Spieler, oder was heißt der PvE-Spieler, aber auch als sehr ambitionierter PvE-Spieler, so, wo du ja auch viel Zeit reinsteckst, so interessant sein mit den Pre-Nerf-Sachen so ein bisschen, oder? Also ich meine, klar, es wird wahrscheinlich nicht todesschwer. Raids, halt. Ist uns, denke ich mal, allen klar, dass auch die Pre-Nerf-Bosse werden legbar sein von guten Gilden, aber so ein bisschen schon, oder? Mein Gott, immerhin bekommt man nicht die totgenerfte Variante. Genau, das ist geil halt auch. Und Heroics machen auch richtig Bock. Da müssen wir aufs Tuning gucken. Also ich habe ein bisschen bei Chaka Jojo, wenn ihr ein bisschen Beta reingucken wollt, der kennt sich auch im Private-Server-Bereich aus halt. Das ist immer ganz gut, wenn man so einen kleinen Vergleich hat irgendwie, ne? Weil wir haben auch bei Classic gemerkt, wir haben es auch früher gespielt, OP. Und das war halt, es fühlte sich alles härter an. Und er meinte, die Mobs fühlen sich alle sehr weich an. Das gleiche Ding wie bei Classic. Scheint irgendwie, ne? Ist klar, P-Server sind meistens overtuned.
Und da muss man halt wieder gucken, was so mit den Heroics daraus wird. Aber ja, irgendwie, ich habe halt irgendwie echt Bock auf diese, so auf die Heroics, auf die Raids. Und ein bisschen, ja, keine Ahnung, mit dir halt wieder Arena, ne? Und dann irgendwie mit Luma Arena. Und vor allem, ach, ich weiß nicht, irgendwie TBC halt auch ein geiles Feeling, muss man einfach so sagen. Sehr, sehr viel ist sehr, sehr gut, muss man schon einfach mal so sagen. Ja, an der Stelle gerade nochmal ganz kurz, Leute. Ich poste mal die Links von den Kollegen hier rein. Ne? Alle machen YouTube, alle machen Twitch mittlerweile. Checkt gerne mal die Kollegen ab und folgt mal da rein. Jo. Merkel macht YouTube. Die Mana Crew, worauf freut ihr euch? Nico, willst du anfangen? Lass dir das Wort, sonst fange ich auch an. Okay. Also wie, ich finde Mosen hat es prinzipiell schon relativ gut gesagt, er kann das Spiel wieder spielen, er kann das Spiel wieder genießen. Und das ist irgendwie genauso mein Hauptfaktor. So als Mini-Anekdote, ich habe zu Naxxramas das Raiden aufgehört, weil ich bei mir einfach eine berufliche Umstellung habe und ich dann täglich halt einfach bis 19 Uhr arbeiten muss. Und wenn ich als Einziger oder als einer der wenigen nicht mit World Buffs komme, dann schade ich dem Raid. Und wir sind halt mittlerweile auch so, dass World Buffs, ich will nicht sagen Pflicht sind, aber irgendwie halt schon wieder schon. Und wenn ich mich nicht richtig vorbereiten kann, dann kann ich nicht mitraiden. Also ich kann ab TBC diese Spiele wieder voll und ganz spielen. Und eine weitere Änderung ist bei mir vor allem die Welt. Ich liebe TBC. Jeder wird mir von euch recht geben. Nagrand, Alter, ist hammergeil. Oder flieg mal über die Zangermarschen oder irgendwie sowas. Ich freue mich richtig auf die Welt. Und der dritte Faktor ist vor allem der, ich habe einen Heildruiden gespielt in Classic und so Thematiken wie du kannst nur einen Heildruiden mitnehmen, weil eigentlich ist der Nagrand? Rest useless. Nagrand. Ja. Wie? Nee, alles gut, sorry. Bei der Nagrand, bei Nacht lebe ich da gerade eben. Ein Traum. Ja, warte. Also Klassen wie zum Beispiel der Druide, der wo sich dann gegenseitig, wenn du mehr Heildruiden dabei hast, der, wo sich die Hots überhotten und du dich eigentlich nur absprechen musst, hey, du hottest nur, ich heil nur, das ist halt irgendwie nervig. Und ich freue mich halt einfach wieder, meine Klasse, ohne mir viel Gedanken zu machen, wie zum Beispiel mit dem, wir klauen uns gegenseitig die Hots und so weiter, einfach wieder entspannt spielen zu können. Genau, also ich freue mich auf das Spiel. Klingt total dumm, aber ich freue mich einfach wieder entspannt spielen zu können, ohne davor einloggen zu müssen. Ja, nee, macht aber total Sinn, finde ich. Macht total Sinn. Ja. Ja. Genau. Ich darf endlich meine Klasse wieder spielen. Ich war ja sehr eingeschränkt, was Horde angeht und Paladine. Welche Rasse spielst du? Welche Rasse? Ja. Ich glaube, ich werde auf den Blutelf dann wechseln, tatsächlich. Also, ich glaube nicht, dass mir auch was anderes übrig bleibt. Und da freue ich mich tatsächlich mit am meisten drauf. Es ist einfach so, ich habe seitdem ich WoW spiele, zu 90% einen Tankerdin gespielt. In TBC tatsächlich auch mal einen Schockerdin und am Anfang geheilt, aber keine Ahnung. Und dann natürlich, wenn du dann irgendwo Horde geprägt bist und dann kommt Classic und du kannst kein Paladin spielen, da musst du halt ausweichen. Das ist jetzt mit TBC Gott sei Dank vorbei. Ich kann wieder tanken, ich darf wieder tanken, ich werde wieder tanken vor allem, weil es einfach ein geiler Job ist. Ich glaube, da werden mir auch einige hier mit recht geben. Man hat wieder die Verantwortung zum großen Teil bei sich. Bis auf die Heiler vermutlich. Aber ja, TBC, das ganze Feeling, ich durfte es ja fast komplett schon wieder erleben. Es ist einfach hammergeil und es hat mich wieder von Anfang an gehuckt. Es ist, also, wir gehen durch, Höllenfeuer, Halbinsel vielleicht mal übersprungen, Zangermarschen, du kommst das erste Mal rein, alles blau, die Riesenpilze. Dann bist du da fertig. Nagrand ist mit absolut schönste Gebiet in ganz WoW, muss ich gestehen. Und klar, dann die Raids, ob Pre-Nerf oder nicht Pre-Nerf. Eigentlich ist es wurscht, weil in sämtlichen Varianten oder in sämtlichen Tuning, wie die Raids kommen werden, die Raids, es wird durchgerusht. Es wird durchgerusht, weil wenn wir ehrlich sind, mit Warpuffs oder auch ohne, ist bis auf Nax ist alles irgendwie Kindergarten, was wir gerade auch in Classic haben, was ein PvE-Content mit angeht. Und selbst in Nax kannst du noch die drei Viertel der Boss, kannst du sagen, so, ja, mit voll Warpuffs, ja. Ja. Ich will nicht sehen, was manche Leute da, also wir können zu nahe treten, aber wie ihr auch Dings schon meint, wenn ich ohne Warpuffs komme, schade ich dem Raid, ist natürlich essentiell richtig, aber das ist halt,
klar, wenn das das Meta ist, ich will nicht wissen, wie viele Gilden irgendwo stuck in Akku gewesen wären am Anfang. Richtig hard stuck auch irgendwie, wenn es keine Worldbuffs gegeben hätte. Also der Content, keiner hat daran gedacht, ne, dass es halt so wird. Und ja. Aber ich sag mal, wenn du die Mechanik hast, wenn es eine offizielle Mechanik ist, warum sollte ich sie nicht nutzen? Also das ist ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Genauso wie ich muss aber nicht, oder ich kann Elixiere und Tränke, ich muss aber nicht. Ich muss sagen, man darf jetzt. Ist natürlich noch ein Ticken was anderes als jetzt vielleicht eine Flask oder hier und da mal ein Elixier oder Manaöl oder was auch immer. Aber ich bin dabei euch. Man lockt sich nur noch zum Raid ein, holt sich diese Drecksbuffs vorne hin, eine halbe, dreiviertel Stunde und dann macht man irgendwie schön über so. Aber es ist absolut richtig. TBC ist an sich nicht schwer. Pre-nerft vielleicht wird es ein Ticken anstrengender. Aber mit Karazhan, mit der geilste Raid, den es gibt, weil es einfach, da passt einfach alles, finde ich. Die für 10 Mann, das Team ist in Ordnung von den Bossen. Die Bosse sind geil, ehrlich. Wer kann schon Schach spielen in so einem Game? Also, weiß ich nicht. Für mich, für den Casualer. Also, muss ich ja auch gestehen. Also, das ist ja. Einfach da an. Das Problem, also ich bin voll bei dir, aber das Ding ist, ich will jetzt nicht den Hype zerstören und so, ne, aber es ist halt, also so schwer ist Karazhan nicht und das ist auch ganz schön, also bis auf Prinz und Nightbane ist es nicht so hart und müssen wir gucken, man wird da schon relativ schnell durch sein, aber das Ding ist, es gibt halt immer Arena, das ist halt echt ganz geil so, ne, und es gibt Heroes, so, da kannst du halt auch noch reinkloppen. Ob es den Badge-Vendor gleich am Anfang geben sollte, ist wieder so eine andere Frage. Aber gut, das sind halt wieder Kleinigkeiten, werden sich nicht beschäftigen und ich glaube, eine Sache, die noch ein bisschen ausgeblendet wird natürlich, weil du gerade sagtest, man kann nur einen Druiden mitnehmen, das ändert sich nicht in TBC, ne? Also es wird tatsächlich verschlimmert sich das Problem, weil die Idee ist jetzt, die alle haben, ey, ich kann endlich, wie du schon sagst, mein Protparler, mein Dings spielen, es ist halt urgeil, dass man endlich diese ganzen Klassen halt auch spielen kann letztendlich, ne? Und das Problem ist, man hat auch nur noch 25 Raid-Spots halt. Und ihr wisst ja, wie die Leute sind, wenn du schon sagst, ne, man schadet dem Raid, wenn man keine Dings hat, keine Goldpuffs. Ist ja auch so, vor allem wenn man sie halt auch noch so ein bisschen, sag mal, braucht, um halt gewisse Bosse schnell zu legen, dann wirst du das gleiche Denken halt auch bei dem Class-Setup finden irgendwo, ne? Und ein Druide ist okay, ne? Aber zwei. Oder was mit einem Rogue oder einem Fury Warrior, ne? Ist halt schon wieder so eine Sache. Ich glaube, das siehst du einfach ein bisschen zu sehr aus deiner, ich nenne es mal, Hardcore-Perspektive. Ich, ganz ehrlich, also ich gehe nicht nach Nax mit, weil ich mich nicht richtig vorbereiten kann. Und ich will einfach meinen Mitspielern nicht schaden, aus dem Grund, weil die haben die Zeit und die können sich vorbereiten. In TBC gibt's aber einfach keine World Buffs und jeder ist auf dem gleichen. Meine Tränke, meine Flask kann ich mir auch noch in der Nacht besorgen oder kann ich mir zu einem Zeitpunkt besorgen, wo ich nicht online sein muss zu einem besagten Punkt. Das macht einen Unterschied. Und ob ich, glaub mir, das sagst du ja auch gerade eben schon, es wird nicht schwer, ob wir jetzt bei Ghoul 3 Druiden, also Heildruiden dabei haben oder 2, es macht nicht den Unterschied, wie wenn du in Naxxramas 2 Druiden oder 4 Heildruiden dabei hast. Und da wirst du mir zustimmen. Die sind total wasted einfach. In TBC ist das nicht so der große Unterschied. Ja. Wenn du parsen willst oder wenn du da eine gewisse Zeit machen willst, aber cool, werden wir auch so schaffen. Also du weißt doch, was ich hinaus will. Ich finde, in TBC sind die Unterschiede nicht mehr so gewaltig. Ich gebe dir vollkommen recht. Jede Klasse, jeder Spec wird viable. Der eine mehr, der andere weniger. Natürlich hast du nur noch 25 Slots. Aber das ist doch noch viel schöner. Du kommst mit jedem Spec oder drei Reste-Druiden und Gruul, sicherlich werdet ihr den irgendwann down bekommen, aber ihr müsst den auch relativ zügig legen, weil ihr sonst sterbt, ne? Und das ist nicht, also Heroism wird einfach die Omega Prior sein und ich will auch da nochmal zurück zu dem Casual-Ding. Also World Buffs und Dire Maul Buffs waren Sachen, die haben sich nur die Poopsocks geholt, nur die Sweaty Nerds, nur die Schwitzigen auf P-Servern. Jetzt sagst du gerade, ihr seid jetzt Casual-Gilde, ne? Du kommst nicht, weil du dir die Buffs nicht holen kannst und keinen runterziehen willst. Also es ist halt schon so, dass sich das Meta sehr angleicht an das, was Apes streamen, sozusagen.
Weil jeder will, ne, das ist einfach dann so. Und das war früher auch nicht so. Junge, wir haben überhaupt gar nicht in jeder Gilde. Nicht in jeder Gilde, Timo, ne? Auch nicht ja, in aber jeder Gilde. Ist ja in so gut wie jeder Gilde. In so gut wie jeder Gilde. Ist auch, die Leute sind ja immer noch überrascht, wenn ich sage, dass wir auf unserem Server eine Gilde hatten, die World Buffs verboten hat. So, ja, man muss ja und so. Es sind schon sau viele, die das, sagen wir mal so, der Großteil hat sich World Buffs geholt, auch wenn sie eher chillig unterwegs waren. Das kann man schon so sagen. Und das wird bei dem Setup bauen ähnlich sein. Vielleicht nicht genauso, aber ähnlich. Also 3 Restodruiden, also könnt ihr machen, aber glaube ich nicht, dass das. Also, ich glaube, in der Realität wird das anders aussehen. Was jetzt die World Buffs angeht, du musst es halt irgendwo kompensieren. Wenn du kein optimales Setup hast, wenn du den ein oder anderen schlechteren Spieler mit dabei hast, dann musst du es vielleicht nicht voraussetzen, aber dann musst du in die Richtung gehen, hey Leute, pass auf, ohne World Buffs hast du sowieso keine Chance. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, 40 Leute von deinem Kaliber, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch von uns teilweise, die dieses Denken haben, die sich mit ihrer Klasse von A bis Z auskennen, die wissen, was sie tun, dann kannst du das gut und gerne mit Sicherheit auch ohne World Buffs legen. Aber wenn du jetzt wirklich aus der Casualität rauskommst, du hast Setup relativ egal, du hast 2 Raids, da wird vielleicht ein bisschen mal hergetauscht, du hast vielleicht 4 Resto-Druids dabei, was prinzipiell im Metagedanken absoluter Schmarrn ist, dann bin ich absolut bei dir. Da bin ich wirklich bei dir, aber wenn du, dann musst du halt eben kompensieren. Kann ich so gehen ohne World Buffs? Nein. Kann ich mit World Buffs so gehen? Ja, es ist möglich, wird aber trotzdem immer noch schwer. Und so kann es leider, Nico. Wir haben krasse Rückkopplung anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Nur das Ding ist, genau das ist ja, wenn du halt dann ein bisschen chilliger unterwegs bist, musst du halt durch Setup, vernünftiges Setup, das wieder rausholen. Also das meine ich ja, das ist ja genau das Problem. Das werdet ihr noch sehen mit also wird sich irgendwie Nostradamus machen, aber es ist halt so, dass du hast 15 Spots weniger und halt mit ein paar mehr Spots wäre es geiler halt, weil dann könntest du das wirklich so machen, ne? Wäre schon cooler. Aber das wird leider so ein Ding sein, man muss schon ein bisschen auch am Setup gucken und auch manche, das wird man schon in manchen Heroics, glaube ich, sehen. Je nachdem, wie es dann letztendlich getuned wird, ne? Vielleicht kriegen wir auch, wisst ihr ja, ne? Aber bei Hero, also eine Hero ohne, keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht, Shadow Lab Heroic ohne CC, ja, da kannst du halt irgendwie, also wenn du halt einen richtig kranken Rogue mit dabei hast, ist cool, aber der kann auch nur so und so viel machen. Boah, ist schon echt. Also, und Schamane, Alter. Schamane ist irgendwie Rückgrat jeder Gruppe erstmal, ne? Jeder will Hero dabei haben. Und das sind dann, ja, glaube ich, so Sachen, die kommen. Aber allgemein, man kann natürlich viel geiler auch alle möglichen Specs zocken. Das ist schon mal cool. Aber leider macht, glaube ich, dass die Raid-Größe und das Setup oder das Meta wird sich sehr viel im Setup widerspiegeln. Und das ist leider auch schade. Ich glaube, das wird man später noch sehen. Vielleicht wird es auch alles richtig piss easy. Dann hast du recht, auf jeden Fall dann ist es sowieso egal. Und irgendwie werdet ihr die Raid schon legen können, auf jeden Fall. Ne? Ja, aber ich will nur gleich sagen, weißt du, stresst euch doch nicht immer so ultra krass mit dieser scheiß Meta und man darf nur 2 Druiden dabei haben und man darf keinen Rogue dabei haben und keinen Fury Warrior. Du machst hab ich nicht gesagt. Nein, aber es geht doch, aber schon, aber es geht doch alles so in die Richtung, wir kriegen doch den Scheiß auch down und jeder kriegt die Scheiße down. Lass doch den Fury Worry spielen, der Fury Worry spielen will. Und lass haben den, wir auch, ja. Ja, genau. Und lass den, der wo 3 irgendwie Heildruiden mitnehmen will, auch die kriegen es down. 100.000%. Also deswegen ist es so viel Angstmacherei. Ja. Spielt das Spiel, Punkt. Also meine Meinung, ich finde dieses ultra viele Meta-Gelaber, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber dieses ultra viele Meta-Gelaber finde ich immer so, finde es schwierig einfach. Also man kommt doch auch so durch ihr, dann vielleicht nicht, wenn ihr die ganze Geschichte dann halt ein bisschen, also wenn ihr die Geschichte ernster angehen wollt, mit ihr wollt diese Zeit, aber ich habe glaube ich auch neulich von dir ein Video gesehen, wo du gesagt hast, du willst eigentlich auch gar nicht mehr so krass da durchrushen, weil es dir selbst den Spielspaß nimmt. Genau, nicht falsch verstehen. Ich sag jetzt nicht, so müsst ihr das machen und achtet aufs Meta. Ich sag halt nur, dass es so sein wird und als andere darauf achten werden. Und das ist, ob wir das cool finden oder nicht, ist egal. Ich bin selber so, dass wir nehmen selber in Raid 1 einen Rogue und einen Fury mit, weil das einfach gut, saugeile Spieler sind. Und das ist alles chillig. Ich habe da selber keinen Bock mehr drauf, verstehe mich nicht falsch. Aber der Fakt ist, worauf ich Bock habe, ist erstmal relativ irrelevant. So. Und das werden Leute einfach genauso wieder durchziehen. Das ist leider das Traurige. Ich bin da voll bei dir, ne? Also nicht falsch rum jetzt verstehen, das ist absolut so. Wir sind gerade um den Begriff Meta an sich ein bisschen herumgelaufen.
Die Meta wird definitiv so sein, wie du gesagt hast, also dafür kein Weg vor. Mhm. Da hast du das und das Setup, hier und da, dann hast du Lederer ohne Ende, bla bla bla. Und das ist die Meta, the most efficient tactic available. Absolut richtig, bin ich voll bei dir. Aber die Frage ist halt dann immer, ob es braucht. Und da bin ich in TBC wie der Manu tatsächlich so, es wird es, diese Meta-Gedanke, der wird sich einfach drastisch reduzieren, weil du in TBC... Nee, das sehe ich gar nicht so. Ja. Guck dir doch mal an, was die Leute jetzt schon quatschen mit Hunter und Warlock und oh, das geht nicht. Aber ich sehe das auch anders. Aber vielleicht hängt ich sehe es ja nicht mal so, aber die Leute werden es so machen. Aber 100%. Vielleicht hängt das auch ein Stück weit damit zusammen, mit welchen Leuten man darüber redet halt, ne? Also, du redest natürlich jetzt auch viel mit, weißt du, mit Leuten, die das halt auch weiter betreiben wollen vielleicht. Nico und Manu reden. Ja, ich glaube, ihr versteht den Grund nicht so ganz. Also, ich verstehe. Ich will das jetzt nicht, ja, also ich nicht falsch verstehen, ich bin nicht dafür oder so. Nein, ich sehe das genauso nervig an, aber das ist einfach, weil ich mit anderen Leuten rede, glaube ich, auch nicht so. Das Ding ist einfach Progress und Apes streamen irgendwas, Salad Bakers, und die Leute machen das dann halt einfach. Absolut. Das ist einfach so. Ne? Leider. Aber es ist ja auch gut, wenn man jetzt vielleicht einfach nach Classic auch vielleicht ein paar den einen oder anderen Kumpel sagt, lass uns doch mal, guck mal, wir brauchen nur 25, lass uns doch mal mit den und den chilligen Leuten zusammentun und lass einfach drauf kacken. Das ist halt gut. Also ja. Sowas, dafür wäre ich auf jeden Fall. Unser zweiter Raid wird halt sehr entspannt, da gibt es kein Metasnaving und so. Und selbst unser erster will halt ein bisschen mehr, also ein bisschen krasser sein natürlich wieder, aber wir nehmen auch einen Rogue und einen Fury mit Luma halt so, ne, weil er fett ist so. Also, weil er geil, gut ist, nicht weil er fett ist, aber. Moin. Wir haben drei aneinander beigeredet. Wir sind schon irgendwo auf der Seite. Was ich halt ausdrücken möchte, ist, es wird definitiv so sein, es ist, wie du gesagt hast, der Basketballer trägt der und die Schuhe, die muss ich unbedingt haben. Und genauso ist es bei uns. Apes, so will ich es haben, so möchte ich sein. Und die Leute gibt's und das sollen sie auch gut und gerne machen. Was ich jetzt oder was wir, zumindest aus dem Casual-Bereich jetzt, weil das sind wir einfach, sagen können und werden. Es ist so, dass in Burning Crusade jeder Spec irgendwo eine Berechtigung hat. Vielleicht nicht jeder, sind wir uns auch einig, aber der hat irgendwo seine Berechtigung. Und wenn dein Setup nicht wirklich komplett vom Arsch ist und du gehst mit 20 Druiden und 5 Paladinen da rein, kann natürlich auch funktionieren, wird es irgendwie möglich sein, diesen Raid zu legen. Und ob das jetzt 3 Druiden, 4 Druiden sind oder 12 Schurken oder 5 Krieger, wovon nur einer tankt, es wird in TBC einfach Okay. Und auch mit der Schwierigkeit, das ist so ein anderes Ding, da würde ich sagen, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Also ich kann mir, also die Sachen, also die Bosse hauen halt schon deutlich stärker zu als in Classic und da kannst du halt nicht mit World Buffs und allem möglichen Shit alles wegkompensieren, das ist sowieso egal, was passiert. Ich glaube nicht, dass es so einfach, also das Karazhan ist relativ simpel, aber sowas wie die Prinz, Nightbane, die kloppen echt schon gut zu und das wird später auch noch so. Aber das muss man ja dann auch nochmal abwarten, Timo, ne? Wie schwer es wirklich wird. Müssen wir abwarten, genau. Ja, klar, ja, vielleicht kriegen wir halt auch voll die Luft. Gerade. Ja, absolut. Müssen wir gucken, aber es war schon so, dass es so getuned war, dass die mehr oder Dollar zuhauen, dass man halt auch wirklich halt entsprechendes Gear für Sachen, manche Sachen braucht und dann geht's auch. Dann kannst du auch wahrscheinlich wieder dual-wielden. Im Moment sogar so, dass Bloodthirst mit dem Waffenspeed skaliert. Also das heißt, könnte sogar wieder ein Fury-Prot-Meter geben. Müssen wir gucken, ne? Und, ja. Was Pferdesalbe gerade noch geschrieben hat, zum Beispiel, Pferdesalbe hat gerade im Chat geschrieben, klar, es werden viele machen, aber davon bekomme ich nichts mit. Zocke nur mit entspannten Leuten und gut. Und ich glaube, wir haben gerade alle so ein bisschen recht gehabt einfach. Ich glaube, der Punkt war irgendwie auch einfach, die Meta wird so oder so kommen. Ich meine, es gibt ja immer eine Meta. Ne? Und was man auch nicht vergessen darf bei der Meta, ist doch einfach, es gibt Leute, die die Meta gut finden. Und das sind eben ironischerweise nicht nur die Apes-Spieler, das sind auch Leute, die den Classic Einzug gefunden haben über Retail. Die jahrelang Retail-Spieler waren, die Lock-Mechaniken kannten, die einfach dieses Vergleichen im PvE, also ich habe so viele Leute haben mir auch gesagt in Classic am Ende, ey, wenn es diesen Lock-Vergleich nicht gegeben hätte, hätte ich gar keinen Bock auf Classic gehabt. Also das war irgendwie für die auch so ein, tatsächlich, das ist so ein schönes Ding einfach, am Ende vom Raid die Locks zu betrachten, einfach zu sagen, ey, ich habe hier irgendwie den und den Lock erreicht und
ich glaube, man muss auch einfach ein Stück weit anerkennen, ey, jeder Spieler hat eigene Ziele in WoW einfach. Für den einen ist es eben das Größte, das Spiel entspannt zu spielen und quasi die Raid-Aufteilung zu spielen, die er haben möchte mit seiner Gilde. Der andere, für den ist es elementar wichtig, dass er in einer Gilde drin ist, die eben jetzt in Burning Crusade dann zum Beispiel ein Setup hat im Raid, womit man sich kompetitiv mit anderen Gilden auf einem Niveau vergleichen kann. Und das war ja auch das bei den World Buffs quasi, ne? Also die World Buffs wurden ja dann auch, also gute Logs konnte man ja auch nur dann fahren, wenn die Gilde quasi auch, sag ich mal, das so supported hat. Also die Gilde muss ja mitziehen, ne? Weil je nachdem, wie schnell die Bosse down gingen, desto besser waren deine Logs und so weiter. Das heißt, als einzelner Spieler konntest du sowieso nie fett Logs farmen, es war immer so ein Gildending. Und ich glaube einfach, es wird in Burning Crusade einfach Gilden geben, die eben diesen Vergleich wieder haben wollen, weil da einfach Leute in der Gildenleitung drin sind, die da Bock drauf haben, die das pushen wollen und die werden dann auch strikt drauf achten, nur einen Schurken mitzunehmen im 25er Raid zum Beispiel und auf andere Dinge. Aber ich glaube auch, was Timo gesagt hat, dieses Abfärben von diesen Hardcore-Gilden, das wir in Classic gesehen haben, dass so viele Leute auch damit angefangen haben und es nur noch darum ging. Ich glaube, dass wir ein wenig bei einigen Leuten auf jeden Fall auch in Burning Crusade merken, ey, es geht eher so in die andere Richtung. Ich merke irgendwie so, nee, ich habe das irgendwie in Classic mich zu sehr dahin reißen lassen, das zu machen und ich will lieber eher jetzt mit chilligeren Leuten was machen. Bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt auch von vornherein gesagt, ey, ich gehe einfach in voll die entspannte Gilde irgendwie. Wir machen nicht mit bei der Drum-Geschichte, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, zum Beispiel über die Drum-Kacke und so, das kann ja auch wieder Teil von der Meta werden. Aber ich habe von vornherein gesagt, so, ey, ich will mich da gar nicht drauf einlassen. Ich werde wirklich komplett TBC drauf achten, dass ich nicht wieder in diese Meta abdrifte. Das ist so mein persönliches Goal einfach momentan. Und die Meta wird eh kommen irgendwie, nur jeder kann entscheiden, was er draus macht. Ja. Noch ganz kurz von mir. Ich wollte den Mosen damit jetzt gerade nicht angreifen oder ihn so hinstellen, dass ich da... Ich bin beleidigt. Hoffe ich auch. Nein, Quatsch. Nee, also ich wollte dich gerade auf keinen Fall irgendwie so hinstellen, dass irgendwie jeder, der das macht, irgendwie blöd ist oder was auch immer. Ich verstehe das total. Selbst wir als so Mini-Anekdote haben gemerkt, dass als ambitionierte Casual-Gilde das Ganze ab Nax zu schwer wurde. Deswegen habe ich gesagt, ich bin raus und Nico hat es in die Hand genommen, beziehungsweise jetzt mit der Zusammenlegung noch andere Leute, die wo einfach das Ganze ein bisschen intensiver machen. Und wir werden jetzt auch ab TBC, wir werden sicherlich 4 oder 5 Raids stellen können. Und Nico, da kannst du vielleicht auch noch kurz ein Wort dazu sagen, dass wir gesagt haben, hey, wir machen es nicht mehr Casual, wir machen das ein bisschen ambitionierter, zumindest ist einer dieser Raids. Weil es so dann halt irgendwie auch, um dann ein Stück zurückzurudern, dann halt auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Weil wir haben gemerkt, wir hatten am Anfang, und da ging Grüße raus an den Vogel, das war ein Moonkin bei uns, der war MC dabei, BWL dabei, dann hat er irgendwann aufgehört. Jan hat er nicht gemacht, aber er hat halt Bock drauf, hat er mitgenommen, also wisst ihr, wie ich meine. Und aber irgendwann zu Nax, und umso später die Raids wurden, Akku 40 hat ein bisschen angefangen, und Nax dann vor allem, du musst dann schon noch genauer drauf schauen, und so wird es in TBC auch sein. Spätestens zur Sunwelt, dann sehen wir uns bei Murmur, dann sagen wir, ich erinnere mich noch damals im TBC bei mir, als mein Raidleiter gesagt hat, Murmur ist nicht legbar für uns. Dann haben wir aufgehört. Wir haben dann, dann kam der Nerf irgendwann und dann haben wir Murmur gelegt und Kill Jaden auch noch. Aber wir haben 3 Wochen, ich schwör's euch, Murmur getried und wir haben ihn nicht geschafft. Er hat gesagt, er ist für uns als Gilde, die nur 2x raidet, nicht möglich. Und dasselbe wird im TBC auch wieder kommen. Und auch da werden wir wieder an den Punkt kommen, wo wir das Ganze ambitionierter angehen. Werden wir als Mana-Crew, zumindest mit dem Raid, den der Nico leitet, dann dort auch ambitionierter angehen. Also ich will dir nur sagen, ich weiß schon genau, was du meinst, definitiv. Aber ich glaube, TBC verzeiht mehr Fehler als MC, was Klassenzusammensetzungen angeht und so weiter. Nur das wollte ich damit sagen. Ja, erstmal auf jeden Fall angekommen. Alles chillig. Jetzt nicht beleidigt oder so. Alles cool. Ja, verzeiht mir Fehler, sehe ich gar nicht so, ne? Aber was Klassenzusammensetzung angeht. Entschuldigung. Nicht Momo, ich war gerade im Shadow Label. Ich meine natürlich Muru, sorry, my bad. Ja. Ich glaube, du hast mehr Möglichkeiten in der Zusammenstellung deines Raids. Das stimmt, sorry. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Fehler verzeiht weniger, aber so von der Klassenzusammenstellung. Okay, chill. Ja, check ich. Alles gut. Okay. Nee, klar. Ja, das ist halt... Bitte? Sorry.
Ich habe irgendwas hier gerade noch gelesen und ich muss kurz überlegen. Egal. Genau, ach ja, was ich sagen wollte, genau, guckt eher danach so, nicht was machen Celebakers, sondern wichtig ist, dass mit dem Raid 1 und 2, was ihr auch jetzt anscheinend gehabt habt für eine lange Zeit, hatten wir auch von Anfang an, halt Raid 2 ist chillig und Raid 1 ist schwitzig. Und dann hast du es auch ganz klar geklärt und dann können die Leute auch genau sagen, okay, ich gehe dahin oder ich gehe dahin. Wenn man das als Gilde sehr gut abklärt, hatten wir, glaube ich, gestern mit Tankfaust auch im YouTube-Video schon drüber gequatscht mit Luma. Ist das eigentlich schon ab, Tankfaust? Werbung bitte. Da haben wir auch schon gesagt, es muss einfach so sein, dass alle auf einem, so alle müssen so ein bisschen die gleichen Ambitionen haben. Weißt du, die Gruppe muss halt homogen sein, so, ne? Die muss halt gleich sein. So. Du kannst halt nicht sagen, dass da will einer, der hat Bock auf Eule zocken, kommt aber so ungefähr um 19 Uhr langsam nach Hause geschlendert, hat zwar Buffs, aber null in Chance, aber will auch mitmachen. Das wird halt die Leute abfacken, die halt, also sucht euch einfach das so aus, dass ihr, das wirklich klar ist, was wollen wir hier machen. Ne? Weil das Speedrun-Meter wird auch im TWC weitergehen. Und mir gehen ein paar Sachen auch. Danke für den Gift-Sub an der Stelle. Danke. Oh ja. Borger sind eine Shatter. Wichtig, gerade wurde von Lyadra gefragt, ob man Themen in den Raum werfen kann. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Die Dual-Spec-Thematik zum Beispiel finde ich extrem spannend, ob man die einführen sollte oder nicht. Ich würde aber sagen, könnt ihr eure Vorschläge vielleicht bis zum Ende aufsparen? Wir haben eigentlich auch nur noch ein Thema. Das heißt, so in 10 Minuten können wir dann mit den Fragen anfangen am Ende, ja? Sorry. Fred stellt immer immer dieselbe Frage, wenn sowas kommt. Fredos Wagons. Einer okay. Von der Mannheit. Funktionieren wir nicht. Perfekt. Der Typ ist so geil. Entschuldigung. Lieber an Fred. Ja, also merkt euch gerne eure Fragen. Noch 10 Minuten und dann nehmen wir die gerne dran, ja? Sehr, sehr gerne. Genau, wir müssen auch langsam nämlich zum Ende kommen. Darf nicht zu lang werden hier heute. Und Metatalk, ne, da kann man sich natürlich 100 Jahre drüber unterhalten. Ja. Müssen wir mal schauen, wie es am Ende kommen wird, denke ich. Und da ist auch, finde ich, noch nicht alles geklärt. Classic hatte auch viele Überraschungen, die ich persönlich vorher nicht so vorhergesehen habe. Da wird sich noch der ein oder andere No-Lifer irgendeine Methode wieder ausdenken, wie man irgendwas machen kann. Da bin ich überzeugt, bei den Apes oder so, da wird es schon ein paar Leute geben, die wieder kreativ werden. Was mich am Ende nochmal interessieren würde, nach Burning Crusade, ja, noch so ein bisschen mal in die Zukunft zu schauen. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, WOTK vermuten wir alle, dass es eventuell noch kommt. Wie seht ihr denn generell so die Zukunft nach Burning Crusade? Also sagt ihr WOTK, dann ist Ende für euch im WoW-Bereich, plant ihr dann schon so mit anderen Alternativen, hofft ihr auf andere Firmen, Dreamhaven, dass da irgendwie was kommt im MMO-Bereich? Was ist so eure langfristige Planung quasi nach Burning Crusade? Das war so die letzte Frage für heute. Oder sagt ihr einfach gerade, ey, Digga, ich warte auf Illidan und der Rest ist mir eigentlich scheißegal? Ich kann anfangen, aber gerne. Ja, ganz kurz. Also bei mir ist relativ easy. Classic Plus, wenn es kommen sollte, spiele ich gerne. TBC spiele ich noch. Bei Wrath bin ich raus. Würde ich vielleicht höchstens casual ein bisschen mitdaddeln. Und ansonsten habe ich meine Augen auf Ashes of Creation und Dreamhaven. Ja. Ja, und deine Oma kommt, auch am Start, ne, mittlerweile. Ja. Meine Oma? Deine Oma ist am Start. Oma. Oma, ja, da Oma gehen halt viele hin. Ashes of Creation sieht sau vielversprechend aus, auch seit Jahren mal wieder. Also Wrath kann ich mir einfach mich zu Dungeons porten, Death Knights. Ich meine, wir beide kennen es ja, Marco. Naja. Bin ich raus, Alter. Das ist mir aber schon Timo, ein bisschen zu krass. Bei DK musst du bedenken, das würde mit einem Endpatch kommen wahrscheinlich, wo er schon genervt wäre. Ne? Also das, aber trotzdem weiß ich, was du meinst. Okay. Muss man mal gucken. Ja, also vielleicht, wie gesagt, wenn Wrath kommen würde, würde ich vielleicht noch so einfach ein bisschen chillig raiden, so, und ansonsten Classic Plus oder was auch nicht, wahrscheinlich nicht so richtig geil werden wird, das Kind beim Namen nennen irgendwie auch, ne, ansonsten Ashes of Creation, sehr nice, und Dreamhaven, muss mal gucken, was die rauskloppen können, ne. Okay. Ich kann mich da eigentlich fast eins zu eins anschließen.
Ashes of Creation vielleicht weniger. Ich habe auch relativ große Begeisterung fürs ein oder andere Singleplayer-Game in der Vergangenheit auch immer gehabt. Das heißt, dieser Markt ist für mich nicht unbedingt geschlossen. Dreamhaven auf jeden Fall. Und ja, Problem ist halt, wie sich's ergibt. Also sind wir ehrlich, wir hatten nicht nur wir, alles was hier Gaming angeht, hatte irgendwo ein sehr, sehr entspanntes letztes Jahr, oder der Großteil mit dieser Corona-Geschichte. Ich bin eigentlich seit letztem März daheim im Homeoffice und Kurzarbeit und ja, also man hat da auch zeitlich um einiges mehr gehabt, wenn man wirklich wieder ins echte Leben zurückgeht. Und dann, wer weiß, wie es beruflich weitergeht bei mir oder mit der Familie. Von daher, wenn alles beim jetzigen Stand bleibt und wir gehen so weiter Richtung Lich King, dann wird auch der Lich King gelegt. Also, wenn sich's ändert, dann muss es kurzfristig gelegt werden. Die Ambitionen sind da, die Freude ist drauf da, weil Lich King, Arthas, cooler Typ, persönlich kennengelernt. Nee, aber ja, wie gesagt, okay, cool. das kann nur die Zukunft dann irgendwas Konkretes benennen. Ja, ich mach mal weiter direkt einfach. Also erstmal freue ich mich mega fucking nochmal auf fucking TBC, Mann. Das wird endgeil. Ich habe Endbock auf TBC. Ich habe jetzt echt zu Classic ein bisschen weniger gespielt zum Schluss, weil ich halt einfach die Zeit für Naxxramas nicht hatte. Aber jetzt TBC bin ich mega hyped. Ultra Bock. Ich freue mich voll drauf. WOTLK würde ich tatsächlich noch mitspielen, aber ich hoffe, dass da genau diese Changes kommen, wie auch Mosen schon so ein bisschen angesprochen hat. Was soll ich mich zur Instanz porten? Ich spiele das Spiel, weil ich mich in einer großen Welt fühlen will und diese Atmosphäre mitmachen oder erleben will und mich nicht da reinporten und mit vier anderen Randoms da sein und der Erste hat keinen Bock mehr, macht einen Rechtsklick und ist draußen und ich stehe wieder da und dann kommt der nächste Random rein, dann kann ich einen Singleplayer spielen. Also ist nur meine Meinung. Ich hoffe, dass ich wäre auf jeden Fall WOTLK dabei. Ich hoffe aber ohne so Features wie zum Beispiel das mit diesem LFG-Tool mit anderen Servern zusammenmischen und dann in die Instanz porten. Ich hoffe, dass sie den Karten, ich hoffe, dass sie in TBC ein LFG-Tool jetzt rausbringen. Ich meine, wir wissen ja noch nicht genau, was passiert. Wir beide spielen Beta, Nico und ich. Aber LFG-Tool ist noch nicht implementiert. Bedeutet, ich vermute, es wird grafisch aufgewertet. Vielleicht gibt es auch so eine Art Matchmaking, aber halt nur mit Leuten von demselben Server. Hey, why not? Ist okay von mir aus. Am liebsten schreibe ich die Leute natürlich immer noch selber an und kommuniziere mit denen. Aber ich will halt einfach nicht, dass uns das MMO-RPG verloren geht in diesem Spiel. Und das war meiner Meinung nach mit WOTLK ab diesem LFG-Tool dann so. Also WOTLK gerne, Lich King legen gerne, LFG-Tool raus und alles, was das Spiel halt so ein bisschen diese MMO-Elemente genommen hat, raus. Aber wir haben ja gesehen, vielleicht machen sie noch mehr Changes. Und ich meine, die hören auf uns. Ich sage euch ganz ehrlich, wir sind die Leute der Abonnenten, wo die Mehrzahl mittlerweile ausmachen. Oder zumindest relativ gleich. Ja, ist echt so, ne? Also ganz ehrlich. Du meinst die Bots? Die Bots. Hey, wir haben den Boost. Die werden allein das. Ah, nee, anderes Thema. Boah, hör auf mit dem Scheiß, Alter. Hör ich dich direkt pickeln mit dem Boost. Lass uns das nicht besprechen. Nee, sonst wird es noch mal länger. Rass dich direkt da auf. Simon, shut up. Okay, wir lassen. Nee, ich glaube auf jeden Fall, ich habe Bock auf TBC, ich freue mich auf WOTLK, wenn es mit Änderungen kommt. Dreamhaven, super entspannt, da sind extrem viele ehemalige Entwickler halt einfach von Blizzard hingegangen und ich meine, kann zwar schlechtes werden, Activision hat halt das jetzige Blizzard so ein bisschen übernommen. Ich bin gespannt, ich warte es ab, aber jetzt erstmal TBC. Okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir noch auf Fragen ein, oder? So ein bisschen mit TBC hier beschäftigen, was die Leute wissen wollen, ein paar Fragen, noch ein paar Minuten. Fangen wir direkt mal an mit der Dual-Spec-Geschichte. Ich muss ganz klar sagen, das ist so eine Frage, wo ich persönlich sage, kann ich mit beiden Sachen leben? Ich würde es nicht schlimm finden, wenn wir keinen Dual-Spec bekommen würden. Würde es aber auch nicht schlimm finden, wenn er kommen würde, ehrlich gesagt. Ich vermute aber, Dual-Spec ist so eine Classic-Geschichte auch noch, weil die Leute das in Classic immer so nervig fanden. Und da sind 50 Gold halt. Gerade am Anfang war es relativ viel Gold eigentlich. 50 Gold sind in Burning Crusade eigentlich, gerade auch bei der Inflation aktuell, wird sich, glaube ich, fast jeder ohne Probleme da jede Woche umspecken können in Burning Crusade. Also ich glaube, da denken auch viele Leute irgendwann zu weit irgendwie, das ist nicht so schlimm. Sehe ich auch so. Also es ist ein ganz guter, sehr entspannter Golddump auch noch.
ihr wisst sowieso, was abgeht mit Gold im Moment. Keine Ahnung, kann man sich schon leisten, wenn man will. Und das Dual Spec können sie dann für die Wrath-Babys ausbringen später. Und dann, ja, kann sich auch jeder durch die Welt teleportieren. Ich habe gerade was Vanni da geschrieben hat. Jetzt aber in Bezug auf den Boost. Der Boost öffnet die Türen für alle anderen Dienste im Shop. Und genau derselben Meinung bin ich mit dem Dual Spec. Weil wenn ich jetzt einen Dual Spec einführe, ja, in irgendeiner Form, öffne ich somit die Türen für ein Transmog, für alles mögliche andere, was Leute persönlich vielleicht für gut finden, die anderen aber nicht. Mir wäre es prinzipiell egal, ob jetzt ein Dual Spec kommt. Für Manu, glaube ich, haben wir uns unterhalten, wäre es absolut geil, da wird sich da freuen. Als Heiler braucht er nicht leveln, bla bla bla, Dual Spec. Mir wäre es prinzipiell egal. Auf der anderen Seite, ich glaube, haben wir in einem Video auch schon mit aufgenommen, ich hätte absolut kein Problem mit einem, was weiß ich, 10-Euro-Mount, wenn da jemand irgendwas machen will. Wäre aber für ihn was komplett anderes. Mir geht dafür eher der Boost auf den Sack, wo er sagt, ihm wäre es in Ordnung. genau das, immer das einer ist, Meinung. Genau, immer einer Meinung. Und das ist das, was ich damit sagen möchte. Komm gleich runter zu dir, Nico. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Egal, was du machst, egal, welche Neuerungen du einbringst, du wirst immer den einen Teil der Community, der das absolut geil findet. Liadra, ich sehe auch null Nachteile von dem Dual Spec, absolut nicht. Aber das ist auch nur meine Meinung. Der andere sieht ihn vielleicht. Und genauso mit einem Transmog. Mir ist doch scheißegal, wie der Char rumläuft. Der andere sagt, hey, pass auf, ich will ja sehen, was er trägt. Also das sind solche einzelnen Sachen, wo es eigentlich völlig egal ist, aber jeder hat eine andere Meinung und egal wie es Blizzard macht, sie können es nur falsch machen. Weil wenn jetzt jeder ein Dual Spec will, dann wollen das 50% und die es dann nicht bekommen, die beschweren sich dann und die, wenn es andersrum ist, kommen und die es nicht wollen, weil es ja no changes oder some changes, also ich weiß es nicht. Mir wäre es im Prinzip wurscht, aber ich glaube nicht, dass sich da wirklich ein Nenner findet und wenn du was Neues einbringst, dann öffnest du eben auch da die Türen nicht nur für some changes, sondern auch für some more changes. Das ist genauso wie mit dem Boost im Shop. Sehe ich auch so, ja. Führt doch einfach einen Dual-Spec ein, den Stell doch einfach deine Scheißpunkte 30 Sekunden neu, Mann. Sorry. Weißt du mal, wie ich sagen will. Und merk dir deine Skillung. Ich bin für einen Dual-Spec, aber nicht den typischen Dual-Spec-WOTLK-Style, dass ich da auf den Knopf drücke und schon habe ich das andere und muss nichts dafür tun. Ich möchte halt einfach, weil ich ein verdammt fauler Mensch bin, die Punkte gemerkt werden. Ich weiß, im Chat wurde es auch gerade schon geschrieben, es gibt Add-ons dafür und so weiter, aber warum kann ich nicht zum Klassentrainer gehen, dem 50 Gold geben und dann sage ich, ich möchte umspecken und schon habe ich meinen anderen Speck. Also wisst ihr, was ich meine? Es muss ja nicht so ein Baum sein wie in WOTLK oder halt in Retail oder kann ich nicht, was da so ist. Aber ich möchte einfach nur, dass ich auf den Knopf drücken kann beim Klassentrainer für Gold und schon habe ich den anderen Skill. Das wäre doch okay, oder? Meiner Meinung nach. Das unterstützt halt dann auch wieder nur deine Faulheit. Und weil du dir nicht merken kannst, was du anders geskillt hast. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Wenn du aktiv zwei Specs skillen möchtest. Ich glaube aber, es gibt doch sogar mittlerweile einen Add-on, oder? Wo man Specs speichern kann und solche Geschichten auch, ne? Vielleicht wäre das ja was von Mann. Hab ich ja gesagt. Dann nehme ich halt das. Okay, dann scheiße. Dual Spec, dann hol ich mal so ein dummes Add-on. Ich sage ja im Prinzip, so kleine Kamellen, jetzt aufregt dich, aber dann, das ist halt auch der Anfang dann wieder nur. Du magst ja recht. Ich brauche ihn auch nicht, ich brauche diesen Dual-Spec nicht. Ich würde sagen, es wäre für mich okay, als Heiler, du levelst mal als Heildruide hoch. Ich mag halt dieses verdammte Heilen, mir macht es halt Spaß. Ich würde es am liebsten schon ab Level 60, würde ich Heiler skillen, dann habe ich aber nicht die, also ich würde halt die Instanzen von 60 bis 70 gern Heal spielen und dann nehmen wir halt aber auch mal Questen. Und jetzt gehe ich in Bollwerk und mache die ganzen Instanzen und danach stehe ich wieder da, wie der Lehrbuhr, wie man in Bayern sagt. Kannst du doch. Da hast du ja noch Spell Damage jetzt von Heal und so auf dem Gear ein bisschen. Ja, aber ich würde ja halt noch halbwegs. Ich wäre da gerne der Baum. Ja. Also es wäre halt cool, es muss nicht sein. Ach, ist mir auch scheißegal. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Aber für mich wäre es ein bisschen Quality of Life. Da gibt es andere, die halt sagen, ich würde es scheiße finden, aber für mich wäre es entspannter, wenn ich jeweils von mir aus ja 50 Gold zahlen und sagen, jetzt mache ich
drei Tage lang Instanzen, okay, dann bin ich 64 und jetzt queste ich mal drei Tage durch, dann skill ich wieder um. Für mich persönlich, aber wenn es nicht eingeführt wird. Leute, weil ich es gerade im Chat sehe, wir hätten gerne auch noch, das ist keine geschlossene Runde. Wir können jeden aufnehmen hier, der da Bock drauf hat, bei diesen Talks teilzunehmen. Wir haben Montesa gefragt, wir haben Emperor13TV gefragt, natürlich. Ne, man kann auch nicht jeden immer kennen oder jeden fragen. Also wenn ihr da noch Vorschläge habt, nach Tankfaust wird ihr oft gefragt, gerne. Ja, so sind wir vollkommen offen auch für neue Leute. Das ist keine geschlossene Runde hier. Marek, ja, keine Ahnung, wen auch immer. Mit Marek, das könnte interessant werden, wenn wir dann über PvP reden und seinen heiligen Warlock kritisieren. Aber wollte ich nur noch mal sagen an der Stelle. Also sind wir auch sehr, sehr gerne offen für neue Leute oder für andere Leute. Vielleicht noch eine Sache zum zu dem, was es, dass keine Nachteile gibt. Darum geht es ja halt aber auch, ne? Dass man, du bist halt nicht auch ein DPS, sondern du bist halt halt ein Healer. Und das, jetzt um es kurz zu machen, zwingt dich dazu, dich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und zusammen was zu machen. Das ist der Nachteil. Das geht aber ins Game Design rein. Du persönlich hast natürlich keinen Nachteil davon, aber das ist genau Instant Gratification und Quality of Life, die halt am Ende das so macht, dass jeder nur noch alleine rumpimmelt halt. Ne? Absolut richtig. Du hast es gerade, Manu, vorhin angesprochen, diesen MMORPG-Gedanken. Wenn du dich dafür entscheidest, Healer zu sein, dann bist du dementsprechend auch ein Healer. Hä? Stopp mal kurz. Sind wir gerade alle falsch. Jetzt mutest du dich da mal drüben. Kollege Schmalfuß, ihr könnt in Instanzen gehen und könnt euch das als Damage-Dealer komplett entspannt einfach alles machen. Und sobald ich diese Instanz verlasse und mal alleine questen will, du kannst nicht jede Quest zusammen machen, dann stehe ich da. Dann muss ich, dann kann ich mit meinem, auch wenn es jetzt Spell-Damage auf dem Heal-Gear gibt, dann stehe ich halt trotzdem anders da wie ein Rogue oder wie ein Mage oder wie ein Warlock oder wie auch immer. Ja, aber dann kannst du keinen Heiler spielen. Außerdem sind die auch froh, wenn sie Heiler haben. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Und wir können nur Damage machen, wir können weder tanken. Außerdem, im Fall. Nee, das ist nicht anders. Plus Heal gibt jetzt halt auch plus Damage, also Spell-Damage. Das ist halt ganz geil. Ist doch nice. Nein, also du hast in Relation, sagen wir, du hast 30 Heal drauf, halt. Spell-Damage drauf auf den Dingern aktuell. Ja. Aber ja, du hast recht im Prinzip. Du hast auf beides drauf immer. Ja, Leute, gerne mach nichts mal mit Tankfaust, sehr, sehr gerne. Das ist eine Trigger-Runde. Ja, müssen wir halt gucken. Wir können halt auch nicht zu viele Leute reinnehmen. Nee, wir sind schon jetzt fast 2 Stunden am Start. Wir müssen einfach gucken. Ja, aber sehr, sehr gerne, klar. Eine Sache, die ich noch interessant fand, auch nochmal an die Leute, die hier schon in der Beta drin sind. Es gibt ja diese Portsteine, ne, vor den Inis irgendwie. Und wie läuft das denn genau ab? Ihr habt, glaube ich, vorhin gesagt, die funktionieren noch nicht. Aber wenn die... Tatsächlich. Also, ja, aber wenn die funktionieren, dann kann ich doch dadurch die Leute zur Inni hinporten, ne? Im Grunde genommen. Genau, das ist wie beim Hexenmeister. Du brauchst ja 3 Leute. Genau. Und 1:1. Gibt es jetzt auch eine Art LFG-Tool oder nicht? Oder wie findet das genau statt? Aktuell noch nicht. Außer ich habe es noch nicht gefunden, aber ich habe... was, BNCGN sind es 2 Leute. 2 oder 3 Leute brauchst du für die Portsteine. Tool habe ich bis jetzt noch nicht gefunden und ich glaube, ich bin sämtliche Knöpfe durchgegangen, die dir aktuell zur Verfügung stehen. Okay. Das ist nicht live momentan. LFG-Tool ist nicht live. Und denkt ihr, dieses Porten vor den Dungeon, ist das schon ein Schritt in die falsche Richtung? Oder sagt ihr, das ist vollkommen egal? Das ist eigentlich wurscht. Ich meine, klar, du hast prinzipiell denselben Vorteil, wie wenn du einen Hexenmeister dabei hast. Wenn du keinen dabei hast, hast du natürlich den Vorteil durch die Portsteine. Aber du musst ja immer mindestens ein gewisser Anteil der Gruppe muss ja eh vor Ort sein. Wenn es 2 sind, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2 oder 3 sind. Wenn es 2 sind, hast du fast die Hälfte. 2. Wenn es 2 sind, dann hast du eh fast die Hälfte der Leute, die eh schon vor Ort sein müssen. Und dann portest die andere Hälfte halt ran. Das ist... Aber auf der anderen Seite mit dem Epic-Flieger, die Scherbenwelt ist, du bist so schnell unterwegs. Ja. Da ist es ja wirklich, das stimmt. Noch mal so ein bisschen, ja gut, du bist zwar in 2 Minuten da, aber mach mal 20 Sekunden raus. Also, das tut sich, also da finde ich wirklich, wenn das jetzt die Outlands angeht, da tut sich überhaupt nichts, ob du jetzt mit dem Epic-Flieger hinfliegst oder ob du da die Portsteine nutzt.
Ja, geht in die gleiche Richtung, ne? War halt aber ein TPC drin, also ja, rein halt, ne? Also check gerne nochmal die Kanäle ab von Mosen und von Mana. Also mal rein verlinkt, die machen alle auch YouTube und Twitch. Gerne mal auch kurz bei den Leuten reinfolgen. Kurz zwei Sachen. Wir sind heute gerade im Moment 165 Leute, was ultra krass ist. Also lasst dem guten Defiler, der hier alles organisiert hat, mal auf jeden Fall ein Follow da. Wer es noch nicht gemacht hat, wer wird ihn, glaube ich, freuen, wird mich persönlich freuen. Und zu den Portsteinen, ich glaube, wie auch schon im Chat geschrieben wurde, das ist ein Private-Server-Ding gewesen. Also ich bin der Meinung, dass es drei Spieler gebraucht hast. Es wurde zu einer späteren Expansion oder vielleicht auf Private-Servern, keine Ahnung, geändert dann auf zwei. Also ich... Okay. Viele schreiben zwei, vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine eigentlich, dass es drei Leute gewesen sind, aber muss man nochmal recherchieren. Ah, okay. Es führt ja schon, dazu, dass die Leute weniger sich in der Welt fortbewegen, ne? Also ein bisschen schon. Definitiv. Wie gesagt, das Flugmount, was ich gerade erwähnt habe, ob du jetzt 100 Meter in der Luft bist und dich sieht sowieso kein Mensch, was halt wirklich der größte Nachteil von dem Flugmount ist, oder ob der dich jetzt dahin portet und du sparst dir zwei Minuten. Ja, man kann auch so sehen, da müssen die Leute halt zum Stein halt, ne, und da porten. So. Letztendlich müssen sie dann auch runterkommen von dem Flugmount. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also direkt, ja gut, okay. Ja, Timo, ja. Five-Head, ey. Ich bin mir auch gerade nicht einig, ob es drei oder zwei waren. Sobald sie aktiviert sind, werde ich das auf... Die Scheiße wird sowieso... Erstes auf der Beta testen. Die Scheiße wird sowieso Omega-hart gegrieft. Ey. Das wissen wir eh schon alle, glaube ich. Ne? Gerade vielleicht nochmal eine Umfrage in den Chat rein, würde ich interessant finden. Fandet ihr, also vielleicht kann das der Moderator gerade nochmal machen, ob die Leute quasi pro oder contra quasi Flugmount in Burning Crusade sind. Auch nochmal eine interessante Frage, wenn da jemand gerade noch eine Umfrage machen könnte. Das vielleicht auch nochmal, weil wir da gerade sind bei der Thematik, Flugmounts generell, findet ihr die problematisch oder sagt ihr, ist mir vollkommen egal, finde ich gut. Spannend auf jeden Fall, ja. Neutral. Ich fände es ohne besser. Ja. Aber die waren halt auch drin, also ist halt von daher neutral. Ich auch, also ich würde es auch ohne besser finden wahrscheinlich. Aber ich glaube, das wissen wir auch alle, die Scherbenwelt ist ohne Flugmount nicht möglich. Da müsste man so viele Dinge ändern und so weiter, das wäre absolut utopisch. Eine Sache, über die ich mal nachgedacht hatte, vielleicht mal so als Idee, warum nerft man nicht die Funktionalität vom Flugmount ein wenig? Zum Beispiel 10 Minuten Cooldown aus Flugmount oder man wird gezwungen, nach einer Minute oder nach 5 Minuten abzumounten für 30 Sekunden, was jetzt zum Beispiel auch von der Lore her Sinn machen würde. Ein Mount wird irgendwann müde und muss an den Boden oder so. Da hatte ich schon mal drüber nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass solche Kleinigkeiten, dass Blizzard über sowas nachdenken wird. Aber ja, das waren so Ideen, die ich zum Beispiel schon mal hatte. Boah, das wäre doch perfekte Kombination für ihre Pet-Battle-Geschichte. Battle-Pet-Geschichte. Du musst pflegen, hier die Dinge. Jetzt musst du, genau, fressen, füttern heißt das Wort. Füttern und pflegen und bürsten. Nein, ja. Also, wie gesagt, ich fände es ohne besser, aber ist halt auch drin gewesen früher. Ist auch irgendwie cool, gerade in der Scherbenwelt so, ne? Du brauchst teilweise einfach, weil das World-Design dazu ausgelegt ist. Kacke wegmachen. Vielleicht. Klappt mal wieder. Man könnte halt auch einfach nur die 60% Mounts reinkloppen, ne? Und den Rest halt, dass es halt gar keine so schnellen Mounts gibt, ne? Stimmt, ich glaube, das würde ich sogar mehr feiern, glaube ich. Ja. Früher 5000er, weiß ich nicht, vielleicht erinnere ich mich einfach falsch daran, aber 5000 Gold waren früher, glaube ich, gefühlt mehr, als es heute ist, oder? Auf jeden Fall, klar. Guck mal, ich hatte in Burning Crusade, ich hatte, glaube ich, das erste Jahr von Burning Crusade, oder ich weiß gar nicht mehr, wie lange das Add-on lief, aber ich hatte so lange, ich glaube, ich hatte tatsächlich in komplett Burning Crusade nie einen Epic-Flugmount, weil ich einfach nie das Gold dafür hatte. Und ich glaube, das wird sehr vielen Leuten so gegangen sein. Und ich glaube, ja, sie werden in dem Fall, die Himmel werden sich verdunkeln, glaube ich, weil echt jeder, das wird schon ein Unterschied auch nochmal sein, ne? Jo. Ja. Ja, hab schon gesehen. Ja,
Also ich bin so Flugmount tatsächlich. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber weil es halt in TBC drin war. Aber ich glaube, als wenn ich ein ambitionierter PvPler wäre und auch gern Open PvP machen würde, dann würde es mir schon ein bisschen auf den Sack gehen. Also ich finde eigentlich die Methode, was die Pfeiler genannt hat, im Sinne von mit einfach so einem 5-Minuten-CD oder du darfst es nur 5 Minuten benutzen oder irgendwie so, würde ich jetzt gar nicht so schlecht finden. Aber da es halt zu TBC dazugehört und stellt euch vor, ihr wollt nach Arkatras hoch und ihr steht im Neverstorm und ihr kommt nicht hoch, weil ihr noch CD drauf habt. Wäre komisch, oder? Ja, dann ist es halt so. Ja, dann auch wieder die Timing-Geschichte. In 5 Minuten bist du zumindest mit dem Epic-Flieger bist du komplett durch die Scherbenwelt und hast noch 3 Runden gedreht. Weil es ist einfach verdammt schnell. Ja, wenn außerdem du startest und du über Nagrand vielleicht hoch zur Arkadras-Festung der Stürme fliegst, dann bist du 5 Minuten unterwegs und gut ist. Es werden sowieso keine Bots gebannt, von daher kann sich einfach jeder seinen Flugmann kaufen. Fertig. Dann passt das schon irgendwie, ne? Realist, Timo, hier wieder. Halt, naja, ist halt so, ne? Slash Who, BlackRock Depths halt. Man kennt's. Herr Dings meinte, irgendwas mit dem Shop fand ich auch ganz gut. Ist cool. Du, es gehört halt einfach zu TBC dazu, meiner Meinung nach. Ja. Und ich find's halt irgendwie, weiß ich nicht, was willst du denn da jetzt noch dagegen tun? Klar, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn irgendwie eine Beschränkung kommt oder sowas. Aber mich stört es auch nicht so. Genau dasselbe wie mit dem Dual-Spec. Wie ist es denn da für dich? Oder besser gesagt für euch, die Pfeiler und Mosen? Ich meine, ihr seid ja eher so die PvP-Spieler. Oder vor allem dann auch vielleicht so ein bisschen Open-World-PvP-Spieler. Eher so an dich, die Pfeiler. Stört dich das Flugmount? Nee, also stören nicht. Aber ich würde es wahrscheinlich tatsächlich mit dem langsamen Bier kommt gerade Nachschub. Sehr schön. Yeah. Sorry. Also man kann es nicht bestreiten, dass natürlich die Möglichkeit, durch die Luft zu fliegen, wird zu weniger, wie soll man sagen, Interaktion zwischen verfeindeten Spielern führen. Ja, ist ja logisch. Wenn ich halt irgendwo lang reiten muss, dann muss ich das Terrain beachten und so weiter. Und nicht ohne Grund haben die Leute im BlackRock gegankt, ne, weil da jeder durch musste halt. Ne? Wenn ich natürlich mit meinem Flugmount direkt in den Black Temple reinfliegen kann, dann ist logisch, dass weniger Kämpfe in der offenen Welt stattfinden. Dafür hat man aber dann die Arena. Aber ja, das kann man halt nicht verhindern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie deswegen traurig bin oder so. Das muss man halt einfach mit leben. Oder ganken. Ja, das ist auch immer so eine Geschichte. Wie bitte? Kämpfen, also one-on-one oder einfach ganken. Weil ich, klar, auf der einen Seite bin ich voll dabei, dass das komplett irgendwie die Open World so ein bisschen zerberste, da ist einfach da nichts mehr los. Aber ich würde es wirklich bevorzugen, wenn ich einfach in eine Instanz fliegen kann oder 3-4 Mal durch den BlackRock von meiner Leiche, also vom Geister der Leiche laufen zu müssen und jedes Mal wieder vom selben Schurken gefickt wird, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin nicht auf dem PvP. Ja, kannst du auch. Ja, natürlich. Ich glaube, das wird nicht so schlimm. Aber es gibt, es wird auf jeden Fall, guck mal, ihr könnt euch einfach an bestimmte Punkte stellen, die wird man relativ schnell rausfinden, wo die so sind. Und da kannst du genug Leute abfangen und so. Und aber eigentlich kommt man auch dann halt unbeschadet dann auch mal durch. Ne? Ja, also ich verstehe den Punkt schon. Es ist halt auch wieder so die heutige Mentalität, wie die Leute ein Spiel spielen. WoW Classic war natürlich in einigen Bereichen nicht für diese Art von Spielern vielleicht auch mal gedacht. Wie irgendwelche, ne, dann irgendwelche Ecken finden, wo man sich auf irgendwelche Häuser hinhocken kann und dann irgendwie Leute halt in Phase 2 da komplett abfuckt, dass keiner mehr was machen kann. Letztendlich ist eine schwierige Frage. Also da, natürlich, ne, mir geht's, also PvP-Spieler, die wirklich gerne PvP machen, die ganken in der Regel nicht in dem Sinne, dass die Leute versuchen abzufucken, sondern die sind gerade auf der Suche nach ausgeglichenen Kämpfen. Vielleicht sogar nach Kämpfen, wo man eher in der Unterzahl ist, sag ich mal. Ne, gerade, und aber deswegen meine ich ja, dadurch, dass es eben die Arena geben wird, wo man eben genau diese Kämpfe haben wird, ne, also gleichberechtigte Gruppen gegeneinander, fängt es für mich das gut auf einfach. Deswegen ist es für mich eigentlich nicht so schlimm mit dem Flugmount. Ja. Ja.
Haben wir noch andere Fragen oder willst du dich strikt an 22 Uhr halten? Ich glaube, du willst den überziehen. Also ich würde sagen, dass man es jetzt nicht zu lange macht, weil wir dann auch ein schönes Video am Ende haben. Aber wenn ihr sagt, ihr habt noch ein paar Minuten, können wir gerne noch die ein oder andere interessante Frage oder wenn ihr noch den ein oder anderen interessanten Themenvorschlag habt, können wir den gerne noch mit reinnehmen. Ich dachte jetzt nur, wenn gerade noch irgendwie Fragen offen wären. Na, vorher war doch noch die Frage, wie funktionieren Magnete? Weiß ich aber auch nicht. Also es gab jetzt hier ein paar Fragen, von wegen gibt's einen Friseur, gibt's schon Faction Changes und gibt's Klassenrassen Changes. Es gab's zumindest alles noch nicht. Genau. Was ist die Matrix? Das ist auch so eine Geschichte. Nee, solche kleinen Geschichten gab's einfach zu TBC nicht und die gibt's aktuell auch noch nicht in der Beta. Also kein Friseur, kein Transmog, kein Dingenskirchen, also. Ja. Ich glaube auch keinen Charakterboost damals, also kommt alles noch, keine Sorge. Gut, das ist ja, halt. Timo. Timo wieder, ja. Ich glaube, jetzt ist angefangen, jetzt müssen wir noch eine Stunde hinten dranhängen mit dem Thema, oder? Nee, das passt schon. Nee, aber lass doch einfach noch am Schluss noch so ein Mini, jeder haut eine Frage rein und jeder beantwortet sie halt einfach in einer. Das. Die Debuff-Slot oder Buff-Slot und Debuff-Slot-Erweiterung. Das ist, glaube ich, echt so ein schönes Thema, was auch ein bisschen philosophiert werden kann. Ja, dann wären wir wieder bei Klassenviabilität, wenn man das auf Englisch sagen kann. Debuff-Slots, die kommen eigentlich, es kommt eigentlich alles schon mit dem Pre-Patch. Bis dass ihr nicht durchs Portal gehen könnt. Von daher auch die Debuff-Slots und die Buff-Slots. Und Flugmount kommen auch noch nicht, Leute. Und natürlich die Flugmann. Gezwungenermaßen durchs Portal müsst. Ja, aber dann wären wir dann auch wieder dabei, von wegen. Debuff-Slot-Thema ist weg, du hast keine, was? 18, 16? Ist mich blöd, scheißegal. Gehen wieder ein paar mehr drauf. Buff-Slot an sich, du bist nicht mehr bei den 32, sondern bei 40, wenn ich mich nicht irre. Also auch da geht wieder ein bisschen mehr. Aber das ist eher das weniger Thema der Buff-Slot, weil du eben mit TBC einiges an Buffs verlierst. Du kriegst eine Flask, entweder zwei Elixiere oder Flask. Also da wird sich auch noch einiges mit ändern. Ja. Genau. So viel an der Stelle. Also, ja, ist relativ chillig, so, dass man auch mal die Sachen benutzen kann, die man hat. Das ist ganz geil. Definitiv. Das. Definitiv. Wollt ihr noch ein paar Fragen aus dem Chat machen, oder? Was hattest du gerade noch für einen Vorschlag, Mano? Ich wollte nur sagen, weil gerade so ein paar Fragen reinkamen in den Chat, ob wir die nicht einfach noch beantworten wollen, aber halt nicht einfach weit ausholen, sondern jeder einfach in einem Satz, wie zum Beispiel, da war eine Frage, was ist euer Lieblingstank, oder beziehungsweise, ich würde wirklich eure Einstellung zu den Tanks hören, welche der drei Tanks würdet ihr bevorzugen? Wir brauchen ja nicht weit ausholen. Okay. Nur einfach noch so drei, vier Fragen. Ich finde das ganz interessant, weil es waren Leute so lange da und dann sollen sie noch kurz ihre Fragen raushören. Ich fange jetzt einfach mal an mit dieser Tank-Frage. Welchen würde ich bevorzugen? Ja, ein Worry-Tank halt einfach in Reigns. Der wird meiner Meinung nach wahrscheinlich einfach der Single-Target-Tank bleiben. Du hast einen Broadpaler, der halt einfach Multi-Target-Geschichte macht und du hast mit einem Feral-Druiden, vor allem mit dem passenden Gear, spätestens dann zu Ende BT, Sunwell, einfach einen, oder eher BT, einen extrem starken Off und in manchen Gilden sogar einen Main-Tank. Das war mal meine Meinung. Hey, Blue, schreib mir bei WhatsApp bitte. Ich kann Discord nicht lesen. Sorry. Realistisch gesehen bin ich genau derselben Meinung. Du wirst weiterhin den Krieger auf Platz 1 haben. Persönliche Meinung, aller Tank natürlich. Neuer Main, alter Main. Pala Tank for life. Ich lasse es mir irgendwann tätowieren. Aber nein, wenn wir realistisch sind, hast du Paladin, hast du Single-Target-Krieger und der Bär ist irgendwo zwischendrin. Jo. So, jetzt kommt der Tank. Ja, ich glaube, tanken wird noch ein spezielles Thema. Wir müssen echt mal gucken. Ich habe auch schon wieder Bosse in Karazhan, selbst auf Overtune gedual-wieldet und so. Es gibt dann halt noch Deep Rot Devastate Spam, zum Beispiel mit ein bisschen Dual-Wielding. Allgemein ist halt ein Schild wichtig, aber auch nur für die Hard-Hitter. Von daher müssen wir gucken. Es könnte auch sein, dass wieder irgendwas mit
dass man nur als Krieger mitnimmt. Es gibt sogar einen Mortal Strike Tank Spec, der dann halt diesen Debuff bringt für den Raid. Dann brauchst du gar keinen anderen Warrior mitnehmen. Müssen wir alles mal gucken. Und das dann praktisch die Ferals für die Threat, für den Threat übernehmen später. Nicht am Anfang, aber später werden Ferals echt krank, was Bedrohung angeht und so. Und Palatank wird saugeil für Heroics halt, ne? Oder halt allgemein für ganz viele OE-Aufgaben auch im Raid. Timo kurz halten, ne? War die Aufgabe. Gucken. Ich glaube, Feral wird noch ganz schön abgehen später und gucken. Aber gut, als Tank, Timo, dann ist natürlich dein Thema. Ja, ich meine, muss mal gucken, ob wirklich halt Deep Prot sein werden müssen. Ich bin jetzt ganz. Mal schauen. Also, ich kann die Frage ehrlich gesagt gar nicht so gut beantworten, weil ich gar keinen Plan habe vom Tanken. Im originalen Burning Crusade war es durch die Fahrtabhängigkeit so, dass die Krieger alle Thunder Fury hatten und so weiter und mit ihrem Thunder Fury natürlich auch weiter tanken wollten und weiter Main-Tank waren und so weiter. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube auch, wir werden überwiegend Krieger wieder als Tank haben und die eine oder andere Gilde wird vielleicht einen Pala oder einen Druiden Main-Tank haben. Bei einigen Encountern soll das ja sogar stärker sein anscheinend. Ja, aber überwiegend Krieger. Und da finde ich genau irgendwie sowas, was wir dann machen, weil der Nico einfach sagt, er wird Main Tank machen, finde ich halt super geil. Ah, okay, Blue. Das ist doch halt irgendwie dann auch spannend zu sehen, wenn du überall einen Parler als Main Tank hast. Nico, du musst dich muten. Sorry. Außer natürlich bei Boston, wo es definitiv keinen Sinn hat. Bei Blue bin ich da natürlich auch. Blue, bann den mal bitte direkt. Danke. Bann den weg da. Ja. Haben wir noch eine schöne Frage? Top 3 Heiler. Oder wollen wir lieber Top Healer sagen? Vielleicht interessanter, oder? Weil Top 3 ist so. Top Healer. Mana. Boah, lass mich da anfangen. Ich spiele nur Heiler. Ja, höchstwahrscheinlich der Shami, oder? Wegen einfach seinem Bloodlust, beziehungsweise, wie heißt das bei der Allianz? Heldentum. Deutsch kann ich's. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Vermutlich der Shami, du kannst es halt auch nicht so ganz sagen. Du hast halt den Pala halt einfach als Single-Target. Gott, du hast einen Priester, der halt einfach so gut Gruppenheilung kann, jetzt mit seinem Kreis der Heilung auf Deutsch. COH, Circle of Healing. Du hast den Shami eigentlich auch so eine ganz gute Mischung, vor allem halt wieder mit seinem Kettenheilung, immer noch am Spammen wie ein Classic. Du hast den Druiden als geilen Raid-Heiler, meiner Meinung nach. Also du hast, nimm von jeder Klasse einen mit. Punkt. Oder halt, schaut, dass ihr von jeder Klasse einen dabei habt. Ich glaube, da seid ihr ganz gut auf. Der Beste, nur noch kurz abschließend, der Beste, meiner Meinung nach gibt es nicht. Vermutlich der beliebteste Shami. Also PvE, ne? PvE, entschuldige, nur PvE. Im PvP-Druide. Ja. Priesten. Das war ausführlich und gibt es eigentlich von mir nichts hinzuzufügen. Weil ja. Ich glaube, da sind wir uns ausnahmsweise mal einigen, waren, oder? Jo. Timo? Sehe ich auch so. Priest am stärksten und Schamane auf jeden Fall auch, wenn man ein paar mehr davon braucht. Die werden sau beliebt sein, natürlich. Also Priest ist für dich stärker als Schamane im PvE? Priest ist omega stark, ja. Echt? Okay. Also, sau krass. Aber brauchst halt nur einen, ne? Und so. Achso, Na gut, kann ich auch nicht so mitreden. Ich habe auch gehört, Schamane wie OP mit Chain Heal irgendwie und Heroism und so weiter, aber ja, ich denke, also ich würde auch im PvE Schamane sagen, overall von dem, was er der Gruppe bringt und im PvP auf jeden Fall Druide. Also Heal Druide schon todeskrank in der Arena. Ey. Im Zweier. PvP? Ja. Zweier und Dreier. Priest und Druide. Ja, genau. Also Priest, also Disziplin Priest und Druide vermutlich im PvP Arena haben Oberhand über einen Pala, der halt einfach. Sorry, aber der ist halt nicht mobil im PvP. Und ich glaube, der ist nur halt in gewissen Kombis ganz gut spielbar, dasselbe halt mit dem Shami. Ja. Dem geht vielleicht noch eher, aber da macht es ein Kombi. Ja. Gut. Ja. Komm. Hier war eins. Midi und noch bester Cast. Achso, entschuldige, du hattest noch eine. Retrievable, ja. tatsächlich zum Retrie was ganz Witziges. Kommt drauf an, was er damit meint halt irgendwie auch, ne? Viable. Ja, Grüße gehen raus an Tass Devil. Der hatte ein ganz witziges Video geschickt. Kommt drauf an, wie man das Seal twisten kann. Weil er mir das wieder ein bisschen erklärt und tatsächlich, ich kenne das ja noch so ein bisschen von Classic. Und wenn, ja,
wie gesagt, die testen da die ganze, ganze Zeit natürlich wieder rum, ne? Ist ja klar, Retri-Player und so. Wenn man da irgendwie in beide Richtungen twisten kann, einfach jetzt, es geht jetzt dort viel zu lange und das interessiert auch keinen, weil keiner Retri spielt, aber dann können die sogar richtig fett damit ballern. Any Retri ist in der Chatte? Ne? Und müssen wir gucken halt auch, was dann geht, was nicht geht, aber ja, es viable geht. Auf jeden Fall. Also der Debuff ist ziemlich fett, hält die Judgments oben und damit kann man was Gutes machen, wenn man ein bisschen ins Ziel-Twisting geht. Ja. Mhm. Spock. Interessant zum Beispiel auch Retri Heal Schamane ist auch eine relativ starke Turn-2-Kombi, jetzt im PvP. Mhm. Wenn ihr da zum Beispiel euch noch für Retri interessiert, tatsächlich wird auch spannend, finde ich. Also da bin ich mal gespannt, wie die so abschneiden werden. Mit Wind Fury, so ein Retri-Paladin ist gar nicht das so. Schmeckt. Ja, weil alle immer nur Druide, Warlock, Druide, Krieger und so weiter. Bin mal gespannt, wie die sich so schlagen werden. Und Retri ist auch sehr stark gearabhängig anscheinend. Also das ist auch so interessant. Also viele Sachen, die wir hier so auch beantworten, verändern sich auch im Laufe von Burning Crusade. Ne? Also in Season 1, beziehungsweise mit Karazhan-Gear sind einige Dinge anders als mit Sunwell-Gear. Das ist auch immer wichtig. Ja. Da sollen wir noch ganz kurz den besten Caster und den besten Midi unserer Meinung nach machen und ich würde eher sagen, unsere Lieblingscaster und unseren Lieblingsmidi, oder? Weil der Beste, das klingt halt immer so dumm, oder? Genau, dann machen wir langsam Ende, genau. Ja, genau. Dann machen wir, aber dann haben wir halt wenigstens diese alle Klassen. Wollen wir lieber besser spielen? Absolut richtig. Ich bin bei dir. Es ist einfach so krank, man, dass die raushauen, das ist leider so. Du, aber seid mir ehrlich, es ist doch mega schön. Wir sind immer noch 163 Leute gerade und die Leute haben Bock. Lass doch einfach dann noch diese 5 Minuten mehr reden. Ist doch cool, wenn die Leute gerade so interessiert sind an der Geschichte. Ja, gerne. Ja, ist echt mega krass, Alter. Wir können auch gleich die Runde beenden. Wir können auch gleich das Video quasi beenden an der Stelle und noch ein bisschen weiter quatschen. Gucken wir mal. Ja, okay. Küsschen gehen raus an den Chatter, ne? Jungs aus dem Twitch-Chat, die sind mir heilig. Du. Männer und Frauen. Okay. Wir fangen an. Ja. Mine ist ein Cast, oder? Ich fange an, okay? Was? Seid ihr bereit? Ich fange an mit dem besten Caster. Ja, hau rein. Ich würde fast behaupten, dass, also ich rede halt immer nur vom, oder ich differenziere es zwischen PvE und PvP natürlich, und ich würde sagen, im PvE und jetzt nicht so ultra mega klassisch der Warlock, weil man das in jedem Guide und auf jeder Internetseite liest, klar wird das einer der stärksten, aber ich glaube, in den ersten Raids ist der Mage vor allem noch extrem gut dabei. Dem Warlock fehlt am Anfang einfach noch ein bisschen Hit. Klar wird er dann halt einfach Affliction skillen und da dann ganz gut mitreißen. Aber ein gut gespielter Mage wird am Anfang genauso mitziehen. Dann, wenn er im T5-Content ist und 2 Teile von seinem T5 hat und dann noch auf Arcan skillt, kann er, wenn er ambitioniert ist, ein bisschen ballert, genauso mithalten. Ich glaube, erst ab Mitte T5, T6 wird sich dann der Destro-Lock oder der Fire-Destro, nee, es ist, glaube ich, der normale Destro, ein bisschen rauskristallisieren. Meiner Meinung nach. Der Shadow Priest, aber halt auch immer geil. Mana-Batterie hoch 1000. Auch der Edelschami wird am Schluss ultra ballern, hat Supportfähigkeiten. Und da sind wir genau wieder bei diesem geilen TPC-Thema. Spielt diesen Caster, worauf ihr Bock habt, weil jeder bringt Vorteile. Und genau, im PvP würde ich, ja, ist jetzt genau nicht so meine krasse Thematik, aber wahrscheinlich ein gut gespielter Ice-Match wird dir sehr viel zervögeln. Und ja, aber auch ein gut der Shadow zwar wahrscheinlich mit einer richtigen Kombi auch ein guter SL-Lock und dann Dautanik. Du hast halt, aber seid's mal ehrlich, also ich glaube, da wird schon den ein oder anderen ambitionierten Caster geben, der halt auch genau mit seiner Klasse auf ein hohes Rating kommt. Den besten, die beste gibt's meiner Meinung nach nicht. Mhm. Interessant, mit dem Mage auch am Anfang. Erfrischend meine andere Antwort, nicht? Nicht der Warlock direkt. Ja, definitiv. Ja, ich kann gerne mal weitermachen. Ja, also besten Caster im PvE, wo ja keine Ahnung, oder mein Lieblingscaster im PvE. Shadow tatsächlich, würde ich sagen, an der Stelle. Ich finde den Shadow einfach cool. Von der Optik her, in der Schattenform. Man hat ultra viel Support irgendwie. Ich habe das vorhin auch schon gesagt, wenn ich einen Shadow mit einem Healer in der Arena spielen könnte, was leider nicht so gut funktioniert, würde ich Shadow spielen, glaube ich. Aber ja, Shadow finde ich mega cool und richtig, Shadow ist einfach Liebe. Mit dem Heal für die Gruppe, mit dem Mana-Rack für die Gruppe. Und der Shadow ist auch im PvP interessant.
gerade in Double Damage Kombis mit einem Schurken zum Beispiel oder mit einem Warlock und ja, also Shadow wäre tatsächlich, wenn ich nicht so absolut süchtig nach dem Schurken wäre, wahrscheinlich sogar mein Ding in Burning Crusade. Und moin Farelina. Oh, Farelina, Pock. Wahrscheinlich ja. Schon seit 3 Stunden da, aber noch kein Wort geschrieben. Harter Lurk. Todeslurk, ja. Ja, ich würde sagen, Mage ist ziemlich nice, weil es halt sau viel Utility mitbringt, darf man nicht unterschätzen. Aber ja, Warlock ist halt einfach krank. Also leider ist es so ein bisschen so getuned. Würde sich nochmal zeigen. Ele ist auch cool. Ja, alle Klassen sind irgendwie viel geiler jetzt irgendwie, ne? So ein bisschen, haben ein bisschen frischen Wind drin irgendwie und ja, aber Mage, ich glaube, ein guter Mage wird sehr nice sein am Anfang. Leider ist Warlock einfach OP as fuck irgendwie und Melee. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob wir nicht doch irgendwie mit den Fury Warriors irgendwas sehen werden oder halt irgendwas Kriegermäßiges. Luma spielt ja gerade Beta, es knallt schon ordentlich. Und ein gut gespielter Rogue, gerade mit so Proved Exposed Armor oder so. Ja. Aber ja, das weiß nicht. Warrior all the way, ne? Ja, das stimmt, ist auch interessant. Wer weiß, vielleicht kommt wieder die Cleave-Meter. Mal gucken, ne? Schauen wir mal. Enhancer ist halt auch nice, ne? Ich glaube, da werden richtig viele Leute mit Spaß haben, ehrlich gesagt. Das ist halt coole Support-Mechanik. Ich müsste los, Leute. Die Freundin hat Geburtstag und ich durfte ausnahmsweise schon hier sein. Jo, daher, Timo, lass doch Nico und Mana noch kurz antworten, dann machen wir Ende. Dann können wir, weißt du? Ja, Pog. Eine ja, Minute ja, durch. Ich will euch jetzt nicht stressen. Mann, also, das ist schon alle Klassen in einem durch. Für so einen schmerzlosen Realistisch sind wir uns alle, sind wir, glaube ich, alle derselben Meinung, wird der Warlock einfach abgehen wie Schnitzel. Persönlich gesehen ist mir der Magier immer noch am liebsten. Einfach weil er einiges kann, viel mitbringt. Melee war ich nie so der Typ. Also klar, als Tank, aber als DD-Melee, ja, Schurken werden da leider ein bisschen immer mit abgeschnitten, aber wir werden sehen. Retri, wenn Seed Twisting funktioniert, bin ich gespannt. Das Video möchte ich gern sehen. Da lasse ich mich eines Besseren belehren. Aber ja, so sieht's bei mir aus. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Geburtstag. Liebe Grüße. Ja, halt, ne? Jo, Leute, dann würde ich sagen, danke. Machen wir mit der zweiten Elefantenrunde an der Stelle Ende. Ja, wir verabschieden Timo erstmal zum B-Day und wir gucken gleich nochmal, ob wir weitermachen, noch ein paar Minütchen oder nicht. Auf jeden Fall erstmal an der Stelle jetzt offiziell danke an das Team von Mana, an Mosen für die heutige Runde. Beim nächsten Mal, denke ich mal, auch nochmal ein paar andere Gesichter, dass wir mal gucken, wie wir noch von der Community reinbekommen. Ne, das ist ja keine geschlossene Gesellschaft hier, sondern wir wollen natürlich auch viele Leute hier reinbekommen. Und checkt, wie gesagt, nochmal deren Kanäle bitte ab. Ich poste hier nochmal die Elefantenkanäle rein. Lasst da gerne mal einen Follow da. Und die machen auch alle Twitch, YouTube und so weiter. Und sind alle sehr leidenschaftlich dabei. Und ja, ich glaube, wir sind einfach alle so diese Legacy-Server-Spieler hier einfach. Und wir werden, glaube ich, noch sehr lange dabei bleiben auch. Das finde ich auch cool. Auf jeden Fall. Ja? Ich sage nochmal ganz kurz Tschüss, weil ich muss. War sau nice, Bock gemacht. Auch hier mit der Mana-Crew. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Vielleicht machen wir auch nochmal ein Video zusammen, sehr poggers. Und danke fürs Organisieren wieder, Marco. Echt nice. Und lasst ein bisschen Liebe da, Leute, ne? So, ich bin sonst natürlich wieder gerne länger da. War echt nice. Und erstmal auch noch ein bisschen Liebe und Küsschen in den Chat. Mua. Ja, sehr nice, dass ihr supportet. Dass die Liebe überall da, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, ne? Echt cool, dass mal wieder so solche Viewerzahlen hier irgendwie auch bei Marco. Das ist jetzt keine Seltenheit, also von daher echt cool, dass Leute haben Bock. Macht echt Spaß, sowas zu machen dann. Gerne wieder, ja. Auch demnächst. Vielleicht nicht wieder so eine lange Pause dazwischen. Hätte ich Bock, Leute. Auf jeden Küsse Teil. Gehen raus, liebe Grüße, ciao. Jo, rein, ciao, ciao. Geil, ciao. Tschüss. Ja. Nee, stopp. Ich glaube auch nochmal von uns, wenn du dich nochmal genau, verabschiedet euch gerne auch nochmal und dann machen wir dann also das Video enden. Also vielen Dank, dass ihr dann am Start wart. Du musst dich muten, Nico. Sonst wird schwer. Ich sehe mich gerade 4-mal. Ja, ich muss das jetzt natürlich ändern, das geht nicht anders. Warte, ich muss eine richtige Pose finden, dann reden, Alter. Ich will gerade emotional werden. Was? Vielen Dank, dass wirklich hier jeder am Start war und jetzt ist mein Bild auch noch weg, aber es ist überhaupt kein Problem, weil ich rede auch einfach so weiter und ich hoffe, ihr hört mich noch.
Vielen Dank, dass ihr einfach fett am Start wart. Wir sind eine Classic Community. Ich find's über nice, dass wir mit allen Content-Creatern irgendwie so eng zusammenarbeiten, weil das, wisst ihr, das ist Classic und das ist genau das Ding, was das Ganze so besonders macht. Es macht nicht jeder sein Ding, sondern wir sind bei Defiler und ich wünsche Defiler genauso den Spaß und den Erfolg, wie er ihn uns wünscht. Und das ist genau dieses Ding. Wir sind eine Community und ich finde, das haben wir in Deutschland eigentlich relativ cool geschafft und freue mich, dass er uns eingeladen hat. Da spreche ich, glaube ich, auch im Namen von Nico. Und es war ein geiler Talk und hat unendlich Spaß gemacht und hoffentlich bald schon wieder. Alles klar, danke. Dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.